So, also einen wunderschönen guten Abend nochmal. Wir begrüßen Sie zu unserem, wir nennen es das Bautzener Gespräch. Wir Bautzener Bürger sind Besorgte, aber wir versuchen Ansätze zu finden, Informationen zu sammeln, um vielleicht in der heute nicht ganz einfachen Zeit Wege zu finden, wie man Dinge ändern kann, wie man sie verbessern kann. Es fiel auch bei unseren Vorrednern schon das Wort, sich vielleicht hin und wieder mal querlegen, wie man Mut schöpfen kann. Und heute soll ein weiterer Abend in dieser Reihe sein, um da weiterzukommen. Und wir, das sind im Wesentlichen Herr Veit Gehler und Herr Gröber, der großes Engagement gezeigt hat, und ohne ihn, glaube ich, wäre heute Daniel Ganser nicht hier. Und wir alle versuchen, unsere Möglichkeiten, unsere Verbindung auszuspielen, um dann doch immer so hochkarätige Gäste hier in unsere Stadt Bautzen zu holen. Über alledem, und ich hatte das letzte Mal schon dieses Zitat von Kennedy gebracht, und es ist ja immerhin etwas mehr wie 50 Jahre alt, und als Kennedy damals 63 die amerikanische Bevölkerung aufrief, etwas zu tun und die Menschen aufzuklären, damit sie mithelfen, damit der Mensch wieder das sein kann, wozu er geboren wurde, nämlich frei und unabhängig. Das ist eigentlich das, was wir uns ebenfalls zum Thema machen. Und wenn man an diesen langen Zeitraum von ein über halbes Jahrhundert denkt, und das gleiche Problem steht noch immer an. Und mit Kennedy hat ja auch schon ein Mann darauf hingewiesen, der nun nicht Verschwörungstheoretiker war oder nicht zumindest im Verdacht stand. Wir haben es wieder vor, heute für diesen Abend, für die wir keine Eintrittsgelder verlangen, eine kleine Spende einzusammeln, um weiter an unserer Bürgerzeitung zu arbeiten. Soweit ich weiß, Herr Gehler hat sie im Konzept schon stehen. Wir haben auch aus den letzten Spenden bereits also das Geld zusammen für den Druck und die journalistische Bearbeitung. Was uns noch fehlt, ist das Geld für den Vertrieb. Das werden wir gerne heute einsammeln. Vielleicht sagt der Veit noch etwas zur Zeitung. Ja, erstmal vielen Dank, Jörg Drews, dass es überhaupt möglich ist. Das obliegt hauptsächlich der Familie Drews. Und ich denke, das ist auch mal ein Applaus wert. Nebenbei. Und die Grundlage, um überhaupt ins Nachdenken zu kommen, sind ja Informationen. Und wie Sie alle, denke ich, wissen, ist die Informationsvielfalt, zumindest was so die Öffentlichkeit betrifft, relativ einseitig. Und deswegen ist es ein Weg, den wir uns praktisch zusammen besprochen haben, dass wir Menschen erreichen, indem wir selber eine Zeitung rausgeben und da Informationen reingeben, die man so nicht in ARD, ZDF oder Sächsischer Zeitung liest. Und deswegen das Projekt, das kostet auch Geld, aber wir möchten gerne die zweite Ausgabe jetzt vor Weihnachten noch herausgeben, und dafür sammeln wir eben die Spenden, wie Jörg Drews schon sagte, und das ist dann im Ausgang, da steht dann auch meine Frau an dem Informationstisch, wo Sie sich auch gern bedienen können. Dort sind interessante Materialien zu mitnehmen. Und da steht auch eine Spendenbox. Und da bitten wir Sie einfach, das, was es Ihnen wert ist, auch reinzugeben. Danke. Wenn Sie, wir wissen nicht, in welchem Rahmen und wer unsere nächste Gäste sein werden, aber in der Firma bei uns, bei der Henschke-Bau, unter unserer E-Mail-Adresse erreichen Sie Sven Jone. Und wenn Sie bei den nächsten Veranstaltungen wieder dabei sein wollen, wenn Sie hören, wenn Sie Karten anfordern wollen, dann bitte immer eine E-Mail an ihn, und so, dass wir auch mit der ganzen Organisation, denke ich, immer professioneller werden. Neulich habe ich abends im Fernsehen geguckt, da war Frau Maischberger. Und sie hatte sich Gäste eingeladen. Und es war wieder eine Art Journalismus und eine Fragestellung, die war schon schlimm. Also ich kann mich, also vor 30 Jahren war es nicht schlimmer, wie man die Frage stellte, wie man versuchte, das immer den Schuldigen genau in einer Ecke zu finden. Und der Putin war es eben in Syrien, und er wird es sein, und Putin wird doch derjenige sein, der die Wahl von Clinton verhindert oder jetzt in
bei eventuellen Dinge, die nicht entsprechend den Vorstellungen einer kleinen Clique laufen, dann wird auch Putin schuld sein. Und wenn man dann die ganzen Argumente so zu Syrien verfolgt hat, dann war es eben gerade jetzt, haben wir den Angriff auf Mosul und wir haben Aleppo in Syrien und Mosul im Irak. Wenn also die Amerikaner Mosul einkreisen und zurückerobern, dann sind es die Amerikaner und dann ist es eine Rückeroberung. Und wenn die Russen das in Aleppo machen, dann ist es eben ein Kriegsverbrechen. Wenn Zivilisten getötet werden durch diese Maßnahmen, dann ist es auf Seiten der Amerikaner in Mosul eine Notwendigkeit, die leider so sein muss. Und wenn man es bei der Befreiung Syriens von dem IS durch die Assad-Armeen oder Russland passiert, dann muss man dagegen Sanktionen einleiten. Während auf der einen Seite die Befreiung im Irak den Irak stabilisiert, ist es dann in Aleppo so, dass es das Land ins Chaos stürzt. Also man sieht schon dort, dass die Interpretationen zu bestimmten Umständen sehr widersprüchlich sind. Und wenn man nicht die Zeit hat, sich ständig mit Politik auseinanderzusetzen, dann fällt es einem schwer, den Faden zu behalten. Und dann noch was, dann sitzt die UNO-Menschenrechtskommission jetzt zusammen, schmeißen die Russen raus und dafür kommt Saudi-Arabien rein. Ich meine gerade Saudi-Arabien, die ja im Jemen ganz schlimme Dinge veranstalten und die reichlich Übung haben, wenn es darum geht, Menschen einen Kopf kleiner zu machen und ähnlich zu bestrafen. Ja, ich habe dann ein Zitat gefunden über Propaganda. Das ist zwar von Goebbels und ich habe sicherlich nichts mit dem Nationalsozialismus gemeint, aber er sagte mal, wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, bis es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinung einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates. Ja, das... Ich meine, das war jetzt kein Beifall für Goebbels, aber es ist schlimm, dass wir in einer Zeit leben, wo wir derartiges wieder in Frage stellen müssen und wo uns eine derartige doch Propaganda wieder vor uns ist. Ja, ich hätte jetzt noch einiges mehr zu sagen, aber ich denke, wir haben einen so hochkarätigen Gast. Dass es besser ist, er kommt zu seinen Ausführungen. Vielleicht bleibt mir zum Schluss noch das eine oder andere dann zu ergänzen. Und Herr Gröbers wird jetzt kurz etwas über unseren Gast sagen und ihn kurz vorstellen. Ja, liebe Freunde, als wir im April 2014 mit den Mahnwachen hier in Bautzen begannen, da haben wir davon geträumt, solche Hochkaräter hier in Bautzen begrüßen zu können. Ich freue mich heute, dass der Daniele da ist. Er verkörpert wirklich das, was man in der Friedenspolitik als ein Friedensengel sagen könnte. Er ist in Lugano geboren, hat sein Matura gemacht, spielt Handball oder hat Handball gespielt. Da lernte er auch so die Technik des Antäuschens, so ja. Und dann studierte er an verschiedenen Universitäten, schrieb dann seine Doktorarbeit zu Gladio, NATO-Geheimarmeen, ein sehr interessantes Thema. Und stellte sich dann irgendwann die Frage, was ist eigentlich mit WTC 7 los?
Man kann sich ja vorstellen, WTC-1, WTC-2, Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Aber was ist mit WTC-7? Und dann begannen so die Probleme. Und ich bin heute froh, dass wir ihn hier haben. Lasst ihn uns gemeinsam begrüßen, Dr. Daniele Ganzer. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die freundliche Begrüßung hier in Bautzen. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich habe ein neues Buch, das heißt Illegale Kriege, und es ist wirklich jetzt im Oktober 2016 rausgekommen, also es ist frischer Presse. Und der Verlag hat mir gerade ein E-Mail geschickt, dass es jetzt schon in der dritten Auflage ist. Das ist erst gerade gedruckt und jetzt müssen sie schon wieder nachdrucken. Und ist eigentlich für einen Historiker das Schönste, was ihm passieren kann. Ja, wenn seine Forschungsresultate auf Interessen stoßen, morgen bin ich an der Technischen Universität in Dresden. Es sind 900 Plätze, ist ausverkauft. Was kann ich sagen? Ich freue mich wirklich sehr, dass das Interesse so groß ist. Also vielen Dank zuerst mal an Sie. Illegale Kriege. Leute fragen mich immer wieder, die Journalisten, die jetzt kommen, fragen, ja, was ist denn, gibt es denn auch legale Kriege? Und dann sage ich, wir müssen uns fragen, ist der Syrienkrieg legal? Ja, das ist die konkrete Frage jetzt. Ja. Weil während wir uns hier in Bautzen treffen, ist ja Deutschland im Krieg gegen Syrien. Das ist die Tatsache. Und irgendwie fragt man sich doch, wie konnte es so weit kommen? Das fragt man sich und es ist irgendwie undurchsichtig. Es gab einen Terroranschlag in Paris, in Bataclan, einem Veranstaltungsort für Konzerte. Die Leute waren aufgewühlt, die Leute waren verwirrt. Dann hat Frankreich gesagt, wir greifen Syrien an, was sie schon vorher auch gemacht haben. Und dann hat Deutschland eine Abstimmung gemacht, aber nicht im Volk, sondern eben im Parlament. Und das Parlament hat mit 445 Abgeordneten für und 145 dagegen und 7 Enthaltungen für den Krieg gegen Syrien gestimmt. Das war am 4. Dezember 2015. Und das deutsche Volk wurde eben nicht gefragt und es ist die Kanzlerin Angela Merkel und die Verteidigungsminister von der Leyen, welche diesen Krieg anführen. Und für mich als Schweizer ist es unerklärlich, es ist völlig unerklärlich, dass Deutschland wieder in den Krieg gezogen ist, weil ja in Deutschland von 1945 bis 1995, während 50 Jahren, die Friedensbewegung richtig stark war. Ja, das Motto war, nie wieder Krieg, keine anderen Länder angreifen. Und dann kam 1999 der Angriff auf Serbien unter einer grün-roten Regierung, unter Schröder und unter Joschka Fischer. 2001 kam der Krieg gegen Afghanistan. Auch dort nach einem ungeklärten Terroranschlag und jetzt schon das dritte Mal eigentlich. Und ich bin ja aus der Schweiz und mich interessiert natürlich die Stimmung in Deutschland. Jetzt möchte ich einfach zu Beginn eine kleine Feldforschung machen. Ich möchte Sie gern in Abgeordnete verwandeln. Sie können irgendeine Partei sein, das ist mir egal. Aber ich würde Sie gerne fragen, ja, wenn Sie jetzt abstimmen müssten und ich würde Sie fragen zum Syrienkrieg, wer möchte, oder ich muss die Frage vielleicht zuerst, wer lehnt den Einsatz der Bundeswehr in Syrien ab? Also wer möchte nicht an diesem Krieg teilnehmen? Vielleicht die Hand erheben, dass ich das sehe. Ja, also das ist auch hinten, das sind 90%. Oder ich habe jetzt 90 gesagt, weil ich nicht genau das Gegenmehr sehe. Es ist einfach so, dass das auch mein Eindruck ist. Wenn man das deutsche Volk fragen würde, wären die meisten Menschen gegen diesen Krieg in Syrien? Aber weil sie nicht gefragt werden, macht sich natürlich so etwas wie Ohnmacht breit. Und das, was ich eigentlich tun kann als Historiker, ist, ich kann das beobachten, ich kann das kommentieren, aber was ich nicht kann, ist, ich kann nicht die Bundeskanzlerin anrufen und sagen, übrigens, ich bin ein Schweizer Historiker, wir haben herausgefunden, das ist keine gute Idee. Also so läuft es ja dann, so läuft es euch nicht. Aber man kann sich einfach weiterbilden
Und darum denke ich, ist dieses Buch Illegale Kriege jetzt gerade sehr zeitgemäß. Ich wusste ja nicht, dass Deutschland diesen Krieg ziehen wird, als ich mit der Recherche angefangen habe. Aber bilden wir uns doch. Ich denke, das können wir immer tun. Wir können uns immer bilden, wir können uns immer schlau machen, um besser zu verstehen, was eigentlich passiert. Und das Erste, was ich Ihnen erklären möchte, ist, dass 1945 eben in New York die UNO gegründet wurde. Ja, 1945 war ja ein sehr schicksalhaftes Jahr, da ist vieles passiert. Erstens natürlich das Ende des Zweiten Weltkrieges, dann die Gründung der UNO und dann noch die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Also ein intensives Jahr. Und was war die Grundidee der UNO? Ja, die UNO ist die Weltfriedensorganisation. Wir haben 193 Länder, die in dieser Organisation Mitglied sind. Also Deutschland ist Mitglied in der UNO, die Schweiz ist auch Mitglied in der UNO, die Österreicher sind auch Mitglied in der UNO, die Russen auch, die Amerikaner auch, die Brasilianer auch, die Inder, die Chinesen. Praktisch alle Länder sind Mitglied in der UNO. Und die UNO hat ein ganz klares Prinzip und das Prinzip lautet, ein Staat A darf einen Staat B nicht überfallen. Okay? Das ist ganz einfach. Und das ist eine Fortentwicklung, wenn man die internationale Geschichte anschaut, das gab es früher nie, eine internationale Organisation, die den Krieg verbietet. Ja, wenn Sie die letzten 2000 Jahre anschauen, haben wir Menschen immer Gründe gefunden, warum wir uns töten sollen. Aber jetzt haben wir eben dieses Prinzip in der UNO und es lautet in der UNO-Charta, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist die UNO-Charta. Und wenn jetzt deutsche Tornados im syrischen Luftraum eindringen, und das ist passiert, dann ist das eben eine Anwendung von Gewalt. Ja, man darf nicht in den Luftraum eines anderen Landes eindringen, genau gleich, wie jetzt nicht Ihr Nachbar einfach bei Ihnen einziehen darf. Vielleicht mögen Sie Ihren Nachbarn, dann ist auch okay. Aber er müsste Sie zuerst fragen, du, ist okay, wenn ich bei dir einziehe. Aber wenn er einfach die Türe eintritt und sagt, ich bin jetzt hier, ist einfach auch nicht gut. Ja? Das gibt Spannung. Und man kann es immer so, wenn man es umgekehrt anschaut, denkt, die syrische Luftwaffe wäre jetzt im deutschen Luftraum. Fragen Sie sich, wie Sie sich fühlen würden. Oder fragen Sie sich, wenn afghanische Soldaten durch Dresden oder Berlin oder München oder Köln patrouillieren würden. Wie würden Sie das wahrnehmen? Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Jede Nation möchte souverän sein und sie möchte keine Militäreinheiten von den anderen bei sich. Auch wenn die anderen sagen, du musst dich nicht sorgen, ich bin nur hier zum Helfen. Ne? Das ist dann für den anderen vielleicht gar nicht so. Er empfindet das nicht so. Also das ist die UNO-Charta und ich kommuniziere viele auch zu den 15- bis 25-Jährigen, den möchte ich einfach erklären, wenn ihr in einem Streitgespräch seid und jemand sagt, du, ich finde, diesen Krieg muss man jetzt führen wegen dem Terror oder wegen Diktatoren oder was auch immer, bezieht euch am besten immer auf die UNO-Charta. Sagt, es ist verboten, ein anderes Land anzugreifen. Es ist genau gleich verboten, wie auf der Straße jemanden zu erschießen. Es ist also nicht ein bisschen verboten, sondern völlig und komplett. Im UNO-Sicherheitsrat haben wir 15 Länder, das ist der UNO-Sicherheitsrat in New York, also in diesem Gebäude drin, wenn man da reingeht. Ich bin nach New York geflogen, habe mir das alles angeschaut. Das ist sehr imposant, das ist der Raum auf der Welt, wo sozusagen die Machtpolitik greifbar ist. Und diese 15 Länder sind dort, um den Weltfrieden zu wahren. Ja, das ist, so steht es in der Charta. Aber 5 davon sind die ständigen Mitglieder, die sind die sogenannten Vetomächte. Das ist Russland, China, USA, Frankreich und Großbritannien. Diese 5 sind die Vetomächte. Die sind immer dort. Ja. Und wenn Sie jetzt gehört haben, dass dieser Sicherheitsrat eigentlich zuständig ist für den Weltfrieden, dann freut man sich zuerst und sagt, ja, zum Glück gibt es den, das ist ja wie die Feuerwehr, die ist im Dorf zuständig, wenn ein Haus brennt, dann wird es gelöscht. Aber das Problem ist, diese 5 Länder sind gleichzeitig die größten Exporteure von Waffen.
Und das ist schon ein erstes Paradox. Es ist eben nicht klug, dass man sagt, ihr seid für den Weltfrieden zuständig und dann die sagen, wir sind aber die größten Waffenexporteure und dann sagt man, ja prima, da habt ihr gut Qualifikationen für den Job. Sondern das ist irgendwie, da ist schon ein erster, da stimmt was nicht. Darüber hinaus sind drei von den fünf sind NATO-Ländern, nämlich die USA, Frankreich und Großbritannien. Das heißt, die NATO ist mit einer dreifachen Vetomacht im UNO-Sicherheitsrat, was einfach bedeutet, dass niemals ein Land aus der NATO verurteilt wird. Es ist gänzlich unmöglich, weil wenn der UNO-Sicherheitsrat zum Beispiel beschließt, wir verurteilen ein Land, zum Beispiel Frankreich, wenn es Libyen bombardiert oder Großbritannien, wenn sie 1956 Ägypten bombardieren in der Suezkrise, dann legt Frankreich ein Veto ein. Und das wäre halt jetzt mein Anliegen, dass Sie das begreifen, dass es so läuft und dass das natürlich nicht gesund ist. Aber das ist im Moment die Struktur und in meinem Buch lege ich das noch ein bisschen genauer dar. Aber ist das klar? Also im UNO-Sicherheitsrat hat die NATO dreifaches Vetorecht und darum wird die NATO nie verurteilt werden. Als Unterschied zum Beispiel Saddam Hussein, der Diktator im Irak, ist ja 1990 in Kuwait einmarschiert. Jetzt Irak ist nicht im Sicherheitsrat vertreten und darum hat die UNO damals diesen Krieg sofort verurteilt. Ja. Und der Irak konnte dann nicht sein Veto einlegen, ist nicht dort drin. Und was jetzt eigentlich passiert, ist, dass die Menschen weltweit gespalten werden. Weltweit sehen sie, dass dieses Divide et Impera läuft. Divide heißt einfach spalten und Impera heißt herrschen. Das heißt, die vier Techniken des Spaltens ist jetzt etwas, was die Friedensforschung immer stärker untersucht. Weil das sind die Haupttechniken, die man einfach verstehen muss, die man lernen muss. Und darum habe ich mich mal hingesetzt und diese Grafik gemacht. Die eine Technik ist, man spaltet die Menschen entlang den Nationalgrenzen. Und man hetzt zum Beispiel den Iran gegen den Irak. Ja, das sind zwei verschiedene Länder und man kann die entlang den Nationengrenzen aufeinander hetzen. Das destabilisiert die ganze Region. Oder man hetzt Deutschland gegen Russland und wenn sich die gegenseitig töten, schwächt das eigentlich ganz Europa. Also entlang den Ländern hat man sehr, sehr viel Krieg geführt. Die Leute haben sich sehr oft entlang den Nationalstaaten identifiziert. Und ich sage, es ist auch nicht Falsches, wenn man sich national identifiziert. Das sehen Sie an der Fußball-Weltmeisterschaft, da sind alle immer sehr stolz. Und kann man ja auch sein. Das Wichtige ist, dass man nicht entlang der Nationalstaaten zu Gewalt greift. Das ist der Unterschied. Also bei der Fußball-WM ist eine gute Idee, wenn man sozusagen die Flagge hisst. Aber wenn sozusagen die Tornados in die Luft gehen und Bomben geworfen werden, dann ist eine schlechte Idee, wenn man die Flagge hisst. Und das muss man auseinanderhalten. Guter Nationalismus und aggressiver Nationalismus ist nicht das Gleiche. Und das Zweite, was man tut, man hetzt die Menschen entlang den Religionen aufeinander. Und zwar schon sehr, sehr lange Zeit, zum Beispiel in der Schweiz, die Katholiken gegen die Protestanten. Vor 200, 300 Jahren haben sich die umgebracht, auch hier in Deutschland. Das war einfach der Klassiker, oder? Was bist du? Was, du bist Protestant, das ist die falsche Religion, Kopf ab. Oder umgekehrt, was, du bist Katholik, geht ja gar nicht, Kopf ab. Und das heißt, was eigentlich passiert ist, oder was sie heute haben, Christen gegen Muslime, wir haben 2 Milliarden Christen und 1,7 Milliarden Muslime, wenn wir die gegeneinander laufen lassen, geht die Welt in Flammen auf. Da kann man nicht sagen, ja, lassen wir mal gegeneinander laufen und schauen wir, wer am Schluss gewinnt. Das ist keine gute Idee. Sondern man sollte eigentlich wieder Respekt haben untereinander und eigentlich egal welche Nation, egal welche Religion, friedlich koexistieren. Das heißt, hier im Raum sind vielleicht Leute, die aus ganz verschiedenen Ländern sind. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ist jemand von Österreich da. Ist doch okay. Er ist herzlich willkommen. Vielleicht ist jemand hier, der Muslim ist. Ist doch völlig okay. Ist willkommen. Vielleicht ist jemand Atheist. Völlig okay. Willkommen. Vielleicht ist jemand Protestant. Völlig okay. Willkommen. Vielleicht ist jemand Hindu oder Jude. Völlig okay. Willkommen. Man soll sich nicht auf dieser Ebene aufeinanderhetzen lassen. Das Dritte, was Sie auch kennen, ist die Klassenanalyse. Die Klassenanalyse ist natürlich hier, wo Sie früher die DDR hatten, ist es bei Ihnen so klar, dass ich es hier gar nicht groß erklären muss. Aber ich halte ja in verschiedenen Ländern Vorträge und manchmal muss ich das erklären. Aber Sie müssen verstehen, auch bei der Klassenanalyse hat man die Leute gespalten. Zum Beispiel in Kambodscha, wo es diesen Genozid gab, der Khmer Rouge,
hat Pol Pot gesagt, alle mit einer Brille, die gehören zur Oberschicht. Schauen Sie sich um, also. Und dann hat er gesagt, ich war auch mal Brillenträger, als ich das gelesen habe, war ich so. Und dann hat er gesagt, und das ist das Gefährliche, er hat gesagt, die Oberschicht, die Brillenträger, das sind die, die klug sind. Und die Klugen beuten die anderen aus, bringt sie um. Bringt sie um. Brillenträger, bringt sie um. Das ist eine Klassenanalyse, die wieder genutzt wird als Vorwand für Gewalt. Und die vierte Sache, die jetzt sehr aktuell in Deutschland läuft, ist dieses Spalten in Parteien. SPD gegen AfD und CDU gegen CSU und dann Piratenpartei gegen, was haben sie noch alles, ich weiß gar nicht alles, aber ich sage mal einfach, das Land ist gut im Chaos, weil alle streiten miteinander. Und sie müssen verstehen, dass sie dadurch insgesamt geschwächt werden. Also wenn ich, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, ein böser Diktator wäre und mein Ziel wäre, Deutschland zu schwächen, würde ich alle vier Spaltungstechniken anwenden. Erstens, ich würde sie ländermäßig aufeinanderhetzen. Deutschland gegen Russland, damit sie sich gegenseitig töten, das würde sie schwächen. Zweitens, ich würde die Religionen in Deutschland so gegeneinanderhetzen, dass die Muslime als Terroristen diffamiert werden und die Christen dabei bereit sind, die Muslime zu töten. Drittens, ich würde sagen, sie werden von der Oberschicht ausgebeutet. Alle, die mehr als, sagen wir mal eine Grenze, 500.000 haben, sind böse. Was würde einen Riesentumult geben? Und viertens, ich würde die Parteien so gegeneinander hetzen, dass am Schluss niemand mehr weiß, was oben und unten ist. Dann ist das ganze Land im Chaos, gespalten und schwach. Und wenn ich jetzt eben ein Friedensforscher bin, und das bin ich bin nicht der böse Diktator, dann sage ich Ihnen, ja, diese Dimensionen sind real. Sie sind real, aber versuchen Sie, jeden zu akzeptieren und zu respektieren, auch wenn er eine andere Partei wählt. Es ist okay. Auch wenn er keine Partei wählt, es ist auch okay. Die Amerikaner um George Friedman sagen, man müsse die Deutschen gegen die Russen hetzen. Das Hauptinteresse der USA, für das wir immer wieder Krieg geführt haben, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, weil vereint sie die einzige Macht sind, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Das ist ein Vortrag von 2015 und George Friedman sagt sehr genau, dass hier diese Landmasse Eurasien, wenn die geeint ist, ist das gefährlich. Hingegen, wenn die verschiedenen Nationen gegeneinander kämpfen, sind sie geschwächt. Es ist auch gar nicht schwer zu verstehen. Stellen Sie sich eine Fußballnationalmannschaft vor, wo alle Spieler dem anderen misstrauen, nicht zusammenarbeiten, da geht gar nichts. Der eine spielt dem anderen gar nicht den guten Pass, weil er will gar nicht, dass der das Tor macht und sozusagen den Ruhm hat. Und jeder Fußballtrainer muss die Leute zuerst einen und dann geht was. Wenn die gespalten sind, können sie gleich in der Kabine bleiben. Die USA können als Imperium nicht andauernd in Eurasien intervenieren. Also Eurasien ist diese Landmasse von eigentlich Portugal bis Vladivostok. Ich empfehle eine Technik, die von Präsident Ronald Reagan eingesetzt wurde, gegen Iran und Irak. Das ist jetzt wieder die nationale Spaltung. Er unterstützte beide Kriegsparteien. Sie kennen ja, 1980 ist Saddam Hussein im Iran eingefallen gegen Khomeini. Und dann haben die USA sowohl den Irak als den Iran unterstützt und die haben sich gegenseitig erschossen und wurden dann insgesamt schwächer. Das ist Divided Impera. Dann haben sie sich gegeneinander gekämpft und nicht gegen uns gekämpft. Das war zynisch und amoralisch, aber es funktionierte. Auch die Briten haben damals nicht Indien besetzt, sondern einzelne indische Staaten gegeneinander aufgehetzt. Darum, da müssen Sie schon aufpassen, oder? Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, die möchte man gezielt destabilisieren mit dem Feindbild Putin, ist das eigentlich die Hauptidee. Und was Deutschland meiner Meinung nach machen sollte, sie sollten die Freundschaft zu den Russen pflegen und die Russen sollten die Freundschaft zu den Deutschen pflegen. Rainer Rothfuss ist mit einer ganzen Gruppe, das ist ein Professor aus der Universität Tübingen, also ich glaube im Moment ist er auch nicht mehr in Tübingen, aber auf jeden Fall hat er sich auch für die Feindbilder interessiert, hat eine Friedensfahrt gemacht nach Moskau. Ich habe das gesehen im Internet, ich finde das genau richtig. Also
die Leute sagen, ich kann ja nichts machen. Das stimmt nicht. Jeder entscheidet doch selber, was er morgen liest. Und es hat einen riesen Einfluss. Es kommt auch darauf an, welche Bücher Sie an Weihnachten Ihren Freunden schenken. Oder ob Sie keine Bücher schenken. Sie können auch Plastikspielzeug verschenken. Also jeder hat die Wahl. Aber es entscheidet doch niemand anders als Sie selber, was Sie für Weihnachtsgeschenke verschenken. Was Sie morgen für einen Pullover anziehen, ist genau Ihre Wahl. Niemand kann Ihnen sagen, was Sie anziehen. Und genauso entscheiden Sie, ob Sie den Fernseher anschalten oder abschalten. Sie entscheiden, wenn Sie jemanden treffen, über was Sie sprechen und wie Sie sprechen. Kurzum, die Macht liegt bei Ihnen. Das ist so. Die Leute fühlen sich ohnmächtig. Das ist eine Selbsttäuschung. Sie können natürlich den Krieg in Syrien jetzt nicht morgen stoppen. Geht nicht. Aber Sie können sehr stark entscheiden, welche Informationsstrukturen Sie eigentlich für wertvoll erachten. Also diese Spalten können Sie an ganz vielen Beispielen beobachten. Und umso mehr Sie es beobachten, können Sie darüber hinausgehen. Ja, und Sie werden oft auch feststellen, dass Sie ganz gute Freunde haben, die eigentlich in einer anderen Kategorie sind. Das ist völlig okay. Also es gibt Leute, die wohnen im Ausland und die mag man. Völlig okay. Oder bei uns in der Schweiz wäre die typische Spaltung wäre italienische Schweiz, deutsche Schweiz, französische Schweiz. Wir haben drei Sprachen. Ich bin in der italienischen Schweiz geboren, in Lugano, da spricht man Italienisch. Da müsste man einfach einen Terroranschlag dort am Gotthard machen und sagen, die Tessiner waren es, oder? Und dann könnte man das alles destabilisieren. Die Leute können destabilisiert werden, das muss man verstehen. So, jetzt vielleicht kurz mal zur NATO, weil die NATO ist natürlich dieses große Militärbündnis. Und das wird manchmal mit der UNO verwechselt. Da sage ich immer, das darf einfach nicht mehr passieren. Wir müssen einen minimalen Bildungsstand haben, wo die Leute die NATO nicht mit der UNO verwechseln. Die NATO hat 28 Mitgliedstaaten und die NATO ist ein Militärbündnis. Und die UNO hat 193 Mitgliedstaaten und ist eigentlich ein Bereich, ein Bündnis, das den Frieden fördern sollte. Während die NATO meiner Meinung nach nicht ein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis ist. Sie stellt sich immer da als friedbringend, aber wenn Sie die Fakten anschauen, wo die NATO interveniert hat, Afghanistan, Irak, Libyen, das ist alles nur Chaos. Ja. Die NATO baut jetzt ein neues Hauptquartier in Brüssel und das sind die NATO-Länder und Sie sehen natürlich, die USA sind das führende NATO-Land, sie lenken die ganze NATO, dann haben Sie Kanada. Darüber hinaus haben Sie Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich und natürlich Deutschland. Deutschland ist NATO-Mitglied und die DDR konnte NATO-Mitglied werden, weil die Russen, ohne einen Schuss zu feuern, ihre ganzen Truppen abgezogen haben. Das war damals der Deal. Und der Deal war auch, dass danach die NATO sich nicht ausdehnt. Ja, das hat man den Russen versprochen, das hat damals der amerikanische Präsident Bush Senior und sein Außenminister Baker haben das in Moskau versprochen und dieses Versprechen hat man nicht gehalten. Die NATO hat sich ausgedehnt, hier Polen, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien etc. Das heißt, diese NATO-Osterweiterung wird von den Russen natürlich als Gefahr wahrgenommen und man kann es ihnen nicht verübeln, weil unter Napoleon ging man diesen Weg. Unter Hitler ging man diesen Weg. Also die Russen kennen ja ihre Geschichte. Und darum erkennen sie das. Ja. Und in Deutschland heißt es dann immer, ja, die Amerikaner haben uns gerettet im Zweiten Weltkrieg. Die Russen haben 27 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner haben 300.000 Tote. Also es ist einfach nicht klug, hier wieder diese alten Spannungen aufzubauen mit den Russen. Also das ist eigentlich die NATO. Und es entstehen gerade jetzt im Moment massive Spannungen hier an dieser Grenze. Hier haben Sie noch die Ukraine. Und das echte NATO-Hauptquartier ist eigentlich in Washington. Es ist nicht dieses Teil hier in Brüssel. Das ist der europäische Ableger. Das echte Hauptquartier ist das Pentagon. Und Nixon hat einmal gesagt, die einzige internationale Organisation, die jemals funktioniert hat, ist die NATO. Und zwar deshalb, weil es eine militärische Allianz ist und wir die Führung innehaben. Das heißt, für die Amerikaner ist es klar, wir führen die NATO an und es ist im amerikanischen Interesse, die NATO auszudehnen. Aber meiner Meinung nach ist es nicht im deutschen Interesse. Ja, das muss man halt auseinanderhalten. Für die Amerikaner ist es interessant, immer weiter Richtung Russland zu gehen, aber für Deutschland erhöht das die Spannungen.
Natürlich hat die NATO Freunde. Ja. Merkel ist eine Freundin der NATO, das muss man so sehen. Natürlich Nixon ist auch ein Freund der NATO. Natürlich Jens Stoltenberg ist auch ein Freund der NATO. Ich kann nur vielleicht erklären, wie das in der Schweiz ist. Jens Stoltenberg ist ja der Generalsekretär, der jetzig amtierende Generalsekretär. Und bei uns in der Schweiz ist das so, dass die Leute folgende Überlegung machen. Sie sagen, Stoltenberg, ist das nicht ein Norweger? Die Antwort ist ja. Dann sagen sie, oh, die Norweger, das sind so nette Leute. Da war ich mal in den Ferien, da hat es viel Wald, wir waren mit dem Kanu unterwegs, mir hat es gut gefallen, ja, der Stoltenberg ist sicher prima. Auf dieser Ebene läuft die Analyse. Das ist einfach nicht genügend differenziert. Also ich nehme an, Sie machen das anders, aber ich wollte nur einfach erklären, wie das funktioniert. Ein weiterer Freund der NATO ist natürlich Rasmussen, er war sozusagen der Vorgänger von Stoltenberg, er ist ein Däne, da läuft wieder der gleiche Film, die Europäer denken, oh, ein Däne, super cool in Dänemark, da habe ich mal einen guten Kaffee getrunken und so. Diese Ebene der Analyse ist einfach nicht systematisch. Die Kritiker der NATO finden Sie vor allem auf der Straße. Okay? Die Leute gehen immer mehr auf die Straße gegen die NATO, weil sie sagen, wir wollen diese Kriege nicht. Ja? Ich werde immer wieder angefragt, kommen Sie auch mal an eine Demonstration, und ich sage immer das Gleiche, nein, mache ich nicht. Meine Analyse, ich spreche nur in geschlossenen Räumen und ich publiziere Bücher, das heißt, ich bin in der Analyse. Aber ich mache meine Analyse durchaus auch, um den Menschen zu helfen, die sich fragen, was läuft eigentlich? NATO, legaler Terrorismus hier in 2009, das war in Frankreich, in Straßburg, oder jetzt im Oktober 2016 in Berlin, NATO, aggressivstes Militärbündnis der Welt. Das heißt, die Leute gehen auf die Straße und das wird nicht aufhören. Aber jetzt erinnern Sie sich zurück an die Techniken, die ich Ihnen erklärt habe. Divide et impera. Man wird die Demonstranten auseinander dividieren. Man wird sie nach Religionen auseinander dividieren, nach Nationen und nach Parteien. Man wird sagen, die Friedensbewegung ist rechtsextrem, sie ist linksextrem, sie ist irgendwie extrem. Auf jeden Fall sind es nur Idioten und Verschwörungstheoretiker. Es ist normal, dass diese Angriffe kommen, weil das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich, wenn die Leute sich eine eigene Meinung bilden und nicht einfach das kopieren, was auf ZDF läuft. Aber bon, man wird sehen, was die nächsten Jahre bringen. Ich sage einfach allen, die in der Friedensbewegung sind, bleibt friedlich, unbedingt friedlich bleiben. Und passt auf, wie ihr auseinander dividiert werden. Das muss strategisch immer berücksichtigt werden. Es sind auch ältere Leute dabei, raus aus der NATO, die schon gegen den Vietnamkrieg protestiert haben. Das heißt, die Leute sind sensibilisiert, sie sehen, was abgeht. Und ich würde mal einfach so sagen, die nächsten 10 Jahre werden spannend. Das ist mal meine These. Wir sind dann dabei und wir sollten das beobachten, wir sollten möglichst wach sein. Das ist mein Versuch, auch mit meinen Vorträgen die Leute wach zu machen. Ich sage nicht, wählt diese Partei oder jene Partei. Wählt, was ihr wollt. Aber seid untereinander friedlich, seid differenziert, macht euch schlau. Ich habe dann im Buch eigentlich die verschiedenen illegalen Kriege ein bisschen aufgedröselt. Ich werde heute einen Fokus auf Syrien legen, aber ich habe mir gedacht, ich steige nicht gleich mit Syrien ein, weil das sonst zu kompliziert ist. Es ist besser, wenn wir zuerst ein bisschen durch andere Länder hindurchgehen, dann verstehen Sie das Muster besser. Im Buch dargelegt wird der Sturz der Regierung im Iran 1953, das war völlig illegal, das war der englische und amerikanische Geheimdienst, die haben das gemacht. Wurden die in der UNO verurteilt? Natürlich nicht. Und jetzt haben Sie ja schon diese Weiterbildung genossen. Ich hoffe, Sie verstehen, warum Sie nicht verurteilt werden, weil Sie eben ständige Mitglieder sind im UNO-Sicherheitsrat. Dann haben Sie Guatemala 54, der Sturz der Regierung dort. Dann 56 ist der Angriff der Franzosen, der Engländer und der Israeli auf Ägypten. Das ist die sogenannte Suez-Krise. Man wollte sie verurteilen, aber dann haben natürlich die Franzosen und die Engländer ihr Veto eingelegt. Man konnte sie nicht verurteilen. Das heißt, das ist der Vorteil, wenn sie im Sicherheitsrat sind, werden sie nicht verurteilt. Und jetzt möchte ich zu Kuba springen, 1961. Natürlich, Fidel Castro kam 1959 an die Macht und die Amerikaner wollten ihn stürzen und haben dann entschieden, wir nehmen Exilkubaner, bewaffnen die als militante Banden, schicken die nach Kuba, die haben die Schweinebucht-Invasion gemacht und das Ziel war, Fidel Castro zu stürzen. Das hat nicht funktioniert. Aber ja, das ist schon Vietnam, vielleicht noch ein Wort zu Kuba.
Bei Kuba ist es so, der amerikanische Botschafter Stevenson wurde dann gefragt vom kubanischen Botschafter in der UNO, der Kubaner hat gesagt, wir werden gerade bombardiert, das seid doch ihr. Und dann hat der amerikanische Botschafter Stevenson, Sie können es dann im Detail im Buch nachlesen, aber einfach so als Story, hat gesagt, nein, das sind kubanische Piloten, die desertieren aus dieser schlimmen Diktatur und bevor sie abhauen, werfen sie noch Bomben auf das eigene Land. Und dann hat er ein Foto präsentiert mit einem Flugzeug, das mit FAR, das ist die Abkürzung für die kubanische Luftwaffe, das sah man auf diesem Foto und wir Historiker sind immer ein bisschen spät dran, muss ich zugeben, im Moment können wir die Kriegspropaganda nicht entschlüsseln, aber jetzt wissen wir, das hat der CIA draufgeschrieben, das FAR. Das ist einfach falsch draufgeschrieben, Foto gemacht und gesagt, ja, eindeutig kubanische Luftwaffe. Also Flugzeuge falsch anschreiben und Banden bewaffnen, das gibt es schon lange. Das gibt es echt schon lange. Und natürlich wurden die Amerikaner nicht verurteilt, weil sie haben das Veto eingelegt und so sehen sie, wie der Hase läuft. Dann Vietnamkrieg 1964, der Angriff auf Vietnam, 3 Millionen Tote. Da haben die Amerikaner gesagt, wir wurden angegriffen im Golf von Tonkin. Der Zwischenfall heißt Maddox, das ist das amerikanische Kriegsschiff. Heute wissen wir, dieser Zwischenfall hat es nicht gegeben. Also die Amerikaner haben gesagt, wir wurden angegriffen und haben nur reagiert. Heute wissen wir aus der Forschung, sie wurden nicht angegriffen, es war ein Angriffskrieg. Das war Präsident Johnson. Und dann natürlich sehr bekannt jetzt der Irakkrieg. Sie sehen, ich springe ein bisschen, weil ich möchte ja nach Syrien mit Ihnen, also nach Syrien nicht, aber in Gedanken. Vietnam 64 war ein illegaler Angriffskrieg, Nicaragua war illegal, hier hat man die Contras bewaffnet. Dann die Bombardierung von Serbien, vor allem sehr, sehr wichtig für die Deutschen. Da war eben das erste Mal, als Deutschland wieder in den Krieg zog, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das muss man studieren, wie ist denn das passiert? Und da haben Sie viele Details im Buch. Afghanistan 2001, wie ist das passiert? 9/11. Okay. Das ist so schnell passiert. 11. September 2001 war 9/11. 7. Oktober 2001 war schon der Afghanistan-Krieg. Keine 3 Wochen. Und das ist das Problem. Die Leute sind sehr oft überrumpelt. Überrumpelt. Das ist der Trick von jedem Taschenspieler. Es muss schnell gehen. Und dann ist das Portemonnaie schon weg und Sie fragen sich noch, wie hat er das gemacht? Hat mir den Schal weggezaubert. Hast du das gesehen, Schatz? Ja, schau mal, wo ist dein Portemonnaie? Ah, das hat er auch. Ist aber schon weg, oder? Die Dinge gehen schnell. Darum müssen wir aufwachen. Die Friedensbewegung muss viel wacher sein. Wir sind noch ein bisschen im Tiefschlaf. Sie natürlich nicht, Sie sind ja beim Vortrag. Aber andere, ja, die sind noch ein bisschen im Tiefschlaf. Und so macht man, was man, ja, ohne irgendwie nachzudenken, geht das schon weiter. Also, Afghanistan, ungeklärter Terroranschlag, dann Irak 2003, das ist ganz, ganz offensichtlich. Also Irak 2003, da hat Präsident Bush den Irak überfallen, ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Das wissen jetzt alle, das ist der ganz offensichtliche Angriffskrieg, der illegal ist. Das heißt, Präsident Bush und auch Vizepräsident Cheney und der britische Premierminister Blair sind Kriegsverbrecher. Die müssten vor den Internationalen Strafgerichtshof. Aber es passiert nicht. Ja? Es passiert einfach nicht, weil die Machtverhältnisse so sind, dass sich niemand getraut, das überhaupt zu schreiben. Lesen Sie im Spiegel, lesen Sie in der Süddeutschen, lesen Sie in der FAZ, steht da je Kriegsverbrecher Bush hat kürzlich und nichts. Nichts, steht einfach nicht. Kriegsverbrecher gibt es nur in Afrika, die können vor den internationalen Strafgerichtshof. Und da sind wir natürlich nicht ehrlich mit unseren eigenen, also unseren eigenen. Es sind nicht unsere Politiker, aber es sind doch die NATO-Politiker. Und da haben wir in der NATO eigentlich noch zu wenig Ehrlichkeit. Ja? Sie sehen ja, die 28 NATO-Länder sind vorwiegend christliche Länder. Was ist denn da so christlich dran, illegale Angriffskriege zu machen? Du sollst nicht töten, wäre das Gebot. Das wird einfach aus dem Fenster geworfen. Oder bei der CSU, CDU. Für was steht das C? Ja, nicht für Chemiewaffen. Ich sag's nur. Da sind doch Leute an der Basis gefragt, dass man wieder diese Grundwerte einhält und nicht einfach sagt, ich habe es auch nicht begriffen, es gab einen Terroranschlag und die Tornados, ich weiß nicht, die sind jetzt in Syrien. Überhaupt, ich schaue gerade Fußball, störe mich nicht. Also dieser, man müsste da hingehen und sagen, ist das wahr, sind wir in Syrien? Weil das so schnell ging. Und da muss man sich fragen, warum sind wir dort? Wer ist sonst dort? Was geht ab?
Und wir haben dann eine Karte gemacht, das ist sozusagen die Karte vom Buch, wo einfach die NATO-Kriege eingezeichnet sind. Okay? Sie sehen Afghanistan hier, da muss man sagen, die Sowjetunion ist ja 1979 auch in Afghanistan einmarschiert. Das war auch illegal. Das war ein illegaler Angriffskrieg. Hätte man nicht gedurft. Natürlich hier der Irak, Iran, der Putsch, habe ich schon gesagt, hier Kuba, Schweinebucht-Invasion, Nicaragua, Unterstützung der Contras, Guatemala, der Sturz von Arbenz, dann der Angriff auf Vietnam, jetzt der laufende Krieg gegen Jemen. Das sind einfach die rot eingezeichneten Länder, werden behandelt im Buch, und es sind nicht alle illegalen Kriege, die es gibt. Es sind einfach 13, die ich ausgewählt habe, einfach um dem Leser auch zu erklären, dass zum Beispiel die Invasion von Panama 1989, die hat Bush gemacht, und als dann Saddam in Kuwait einmarschiert hat, hat er gesagt, ja, geht doch nicht, dass einer ins andere Land einmarschiert, obwohl er das Gleiche ein Jahr vorher gemacht hat. Und da muss man einfach wach werden und sich fragen, was läuft. Meiner Meinung nach haben wir sehr intensive Rohstoffkriege. Meiner Meinung nach geht es nicht um Menschenrechte, sondern um Schürfrechte. Das wird viel zu wenig erklärt. Hier mal eine Durchsage von Joschka Fischer: Die Golfregion bleibt die Tankstelle der Weltwirtschaft. Ist für mich völlig klar, dass das so ist. Die größten konventionellen Erdölreserven sind hier. Da sehen Sie Saudi-Arabien, Irak, Iran. Und wenn Sie die Weltreligionenkarten über die Rohstoffkarte legen, dann sehen Sie hier, das ist der muslimische Raum, der grüne Raum. Christlich ist Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien, südliches Afrika. Hinduistisch ist China, atheistisch hier China. Indien ist hinduistisch, China atheistisch. Russland ist orthodox, christlich. Und dieser grüne Raum, da liegt das Erdöl. Sie sehen es? Da muss man nicht brillant sein. Um das zu erkennen, muss man nicht brillant sein. Und es ist auch nicht so, dass die Muslime dorthin gezogen sind, als sie gehört hatten, dass dort Erdöl gibt. Also das muss man auch... Es ist ja, aber bei uns wird jetzt alles... Jeder Krieg im Nahen Osten wird als Terrorkrieg erklärt. Jeder Krieg. Völliger Blödsinn. Aber wenn man strategisch anschaut, sieht man schon 1944, das war am Ende des Zweiten Weltkrieges, haben sich die Briten und die Amerikaner das Erdöl im Nahen Osten aufgeteilt. Roosevelt, damals Präsident, hat zum Botschafter von Churchill gesagt, das persische Öl gehört Ihnen, also der Iran gehört den Briten, das Öl im Irak und in Kuwait, das teilen wir uns, also Hälfte für die Amerikaner, andere Hälfte für die Briten, und was das saudische Öl betrifft, das gehört uns. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das geht nur um Rohstoffe, um Militärstützpunkte, und natürlich muss man das mit Kriegspropaganda begleiten, weil die amerikanische Bevölkerung würde das nicht akzeptieren, auch die britische nicht. Darum werden die auch belogen von ihren Regierungen. Konkretes Beispiel: Präsident Bush führt die USA in den Irakkrieg, aber nicht indem er sagt, wir bekämpfen jetzt ein anderes Land, weil die haben viel Erdöl und das möchten wir erbeuten. Ja, so können sie das Volk nicht mobilisieren, sondern man sagt, die haben einen bösen Diktator und den müssen wir jetzt stürzen. So geht es. Es ist immer der böse Diktator, so eine Neuauflage vom bösen Hitler. Nur wenn man in die Quelle reingeht, dann sieht man, der CIA hat den Saddam Hussein aufgebaut 1979 und 1980 hat Saddam Hussein den Iran angegriffen. Das war auch der Plan. Saddam gegen Khomeini. Und dann insgeheim in Iran-Contra hat man noch den Iran bewaffnet. Also das ist dieses Divide et Impera. Wenn Sie mal hinter die Kulissen schauen, sehen Sie Menschenrechte, Fehlanzeige. Demokratie, Fehlanzeige. Machtpolitik, ja, sehr wohl. Täuschung, sehr wohl. Aber wir sind jetzt in einer... Ja. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo diese Hüllen fallen. Der Kaiser ist ziemlich nackt. Ja, von diesem Märchen angelehnt, es wird deutlich, wie der Hase läuft. Also wenn die Leute die nächsten 10 Jahre sich so weiterbilden wie jetzt im Moment, also es ist unglaublich, was läuft, dann wird es sehr schwierig sein, sie weiterhin für blöd zu verkaufen. Man wird es noch eine Zeit lang versuchen natürlich. Die Techniken sind immer die gleichen, man spaltet und man schürt die Angst. Das heißt, was macht Colin Powell im UNO-Sicherheitsrat vor dem Angriff auf den Irak? Wieder, das habe ich im Buch ganz genau dargelegt, aber viele können sich auch noch erinnern. Ja? Da können sich viele hier im Raum erinnern. Das ist ja nicht irgendwie 19. des Jahrhunderts, sondern das haben wir live erlebt. Er hält dieses kleine Fläschchen auf und sagt, das sind die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein.
Was da drin war, wissen wir bis heute nicht, könnte Malerfarbe gewesen sein. Also denken Sie ja nicht, dass man sich nicht getraut, dreist zu sein. Im Gegenteil, dreist ist die Regel. Die sind extrem dreist, weil sie denken, dass wir alle entweder zu feige sind oder zu blöd. Cheney sagt, wir haben Grund zu der Annahme, dass Saddam Hussein Atomwaffen baut. Das stimmt gar nicht. Das ist alles gelogen. Blair sagt, der Irak besitzt chemische, biologische Waffen, seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Das läuft alles nach den Regeln der Kriegspropaganda. Kriegspropaganda sagt, es muss emotional sein, es muss Angst machen und es muss natürlich Druck machen. Man kann hier, das steht nicht zufällig, 45 Minuten, wenn da stehen würde, in 45 Monaten wäre der Effekt weg. Ja? Es ist einfach wichtig, dass wir heutzutage, die dem Frieden zugeneigt sind, verstehen, wie Kriegspropaganda funktioniert. Das müssen wir verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, tapseln wir immer wieder rein. Das ist wie die Mausefalle. Ja? Irgendwann muss man verstehen, wie, dass da der Käse hängt und dass, wenn man da rankommt, das hinten zugeht. Also, ob es die Mäuse lernen, ich weiß nicht. Aber wir Menschen können das eigentlich. Obwohl wir dann immer wieder in dieser Mausefalle stecken. Oh, jetzt habe ich wieder den Käse, mir hat es den Schwanz eingeklemmt. Also irgendwie so sind wir drauf. Ja? Und ich sage einfach, jetzt ist die Zeit, das zu durchblicken. Es ist ja so einfach. Gewisse Leute haben mir gesagt, ja, nein, aber Goebbels ist tot, jetzt gibt es doch keine Kriegspropaganda mehr. Dann sage ich, was für eine idiotische These. Goebbels hatte nur Radio. Ja? Wir haben Fernsehen, Twitter, alles, das rast. Im Sekundentakt kommt die Kriegspropaganda auf uns reingeprescht. Und dort ist der Trick der, man zerstückelt alles in so kleines Futter, dass sie überhaupt nichts mehr begreifen. Das ist der Trick der Medienwelt. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Wenn Sie schönen Pullover nähen können, dann brauchen Sie einen Faden, der zusammenhängt. Wenn jetzt jemand kommt und Ihnen das alles in so kleine Stücke schneidet, ist fertig mit dem schönen Pullover. Wenn Sie in die Schule gehen, und dann macht man den Unterricht im Sinne von Stückfutter, so wie unsere Medien heute funktionieren. Dann kommt 2 Minuten der Lehrer für Deutsch rein und sagt, so, jetzt behandeln wir Goethe. Er fängt gerade an mit dem Faust, dann kommt der nächste Lehrer und sagt, bonjour mes enfants, aujourd'hui on fait un peu de Victor Hugo, car le français, c'est très important. Sie sind noch drin, sich zu fragen, ob Ihnen Französisch gefällt oder nicht, kommt der Turnlehrer und sagt, bitte alle umziehen, wir gehen schwimmen. Eben haben Sie die Badehose montiert, kommt der Mathematiklehrer und sagt, was ich noch erklären wollte, ist der Pythagoras hat, ja, und dann geht es weiter. Sie würden überhaupt nichts begreifen. Immer nur 2 Minuten von irgendetwas geht gar nicht. Dann können Sie es gleich bleiben lassen. Aber so laufen heute die Medien. Sie bekommen nur Stückfutter und fragen sich, warum checke ich nichts mehr? Und die Antwort ist die, konsumieren Sie kein Stückfutter mehr. Und sonst machen Sie den Test. Schauen Sie die Abendnachrichten, wenn Sie wollen. Und dann am nächsten Tag schreiben Sie auf, was Sie gesehen haben. Das sind meistens 12 Stories in 30 Minuten. Es ist beschämend. Sie wissen gar nichts mehr. Also das Wetter ist, glaube ich, jetzt im Moment trocken. Oder bei uns in der Schweiz, Federer hat gewonnen. Ja. Das ist in etwa das, was Sie aufnehmen können. Aber was in Syrien passiert, Putin ist böse, ja. Die Muslime sind Terroristen. Boah. Aber es ist keine differenzierte Analyse möglich. Dann hören Sie auf mit dem Stückfutter, gehen Sie in zusammenhängende Einheiten und das sind Bücher und Vorträge. Da können Sie wirklich, also ich sage das jetzt nicht, weil ich Bücher schreibe und Vorträge halte. Ich sage das wirklich, weil natürlich niemand wird so unterrichtet. Keine Schule macht einen 2-Minuten-Lehrplan. Warum nicht? Fragen Sie sich mal. Warum nicht? News funktionieren nicht. News geht nicht. Die Iraker sind nicht zufrieden mit der Invasion durch die Amerikaner. Und ich war kürzlich in Paris und ich habe die Franzosen gefragt und gesagt, hört her, 1940 haben die Deutschen doch euch besetzt. Dann haben sie gesagt, ja. Und dann habt ihr doch die Deutschen getötet. Sagen sie, ja, das war Resistance. Dann sage ich, ist denn das Terrorismus? Dann habe ich richtig gesehen, wie es bei denen im Kopf gerattert hat. Dann haben sie gesagt, nein,
Terrorismus, wir haben das gewehrt, das ist da unser Land, wir wurden besetzt, eine fremde Armee. Da habe ich gesagt, okay, und jetzt die Iraker, wenn die sich in die Luft sprengen, gegen die Besatzungsmacht, die Amerikaner und die Briten, dann steht bei uns in der Zeitung immer Terroranschlag in Bagdad. Haben Sie schon mal gesehen, die Resistance in Bagdad? Es wird mit Begriffen operiert, die wir immer falsch konnotieren. Oder Nordirland, die IRA. Was hat die gemacht? Sie wollen die Protestanten nicht in Nordirland. Terror ist sehr oft Resistance. Ich sage mal aus Schweizer Perspektive. Der Wilhelm Tell war ein Terrorist. Klar, Schiller hat es geschrieben, aber wir haben es dankbar angenommen. Der hatte einen Pfeil für Gessler. Also die, die Geschichte nicht kennen, Wilhelm Tell ist unser Held. Und niemand in der Schweiz würde das als Terrorismus bezeichnen. Niemand. Das ist Kampf gegen Besatzung. Und das muss man eben im Irak genauer analysieren, mit welchen Begriffen wird überhaupt argumentiert. Oder in Afghanistan. Bundeswehr ist in Afghanistan. Da gibt es auch Down-Terroranschläge, haben Sie auch schon gelesen. Gibt es da auch Resistance? Nur eine Frage. Nur eine Frage. Der Islamische Staat entstand als unmittelbare Reaktion auf den Einmarsch von George Bush in den Irak, sagt Jürgen Todenhöfer. Ich finde, Todenhöfer ist ein sehr guter Mann, weil er geht hin und spricht mit den Leuten. Das muss man tun. So versteht man die Zusammenhänge. Was passiert ist, der Angriff von Bush und Blair ist illegal, das sind Kriegsverbrecher. Dann stürzen sie Saddam. Saddam ist ein Sunnit. Sie bringen die Schiiten an die Macht und die Sunniten haben nichts mehr zu sagen. Die Armee lösen sie auf. Jetzt haben sie viele arbeitslose Sunniten im Irak. Die kommen ins Gefängnis, haben keine Partizipation mehr an der Macht in Bagdad. Die Sunniten schließen sich zusammen mit den Radikalen und bilden heute den Kern von IS. Das heißt, das, was IS ausmacht, sind die ehemaligen Soldaten und Geheimdienstoffiziere vom Saddam Hussein. Und sie haben sich in den Gefängnissen der Amerikaner kennengelernt. Das heißt, diese ganze Geschichte von wir löschen die Gewalt mit Gewalt aus, das funktioniert nicht. Es führt immer nur zu mehr Chaos. Und wenn es möglich wäre, die Gewalt mit Gewalt auszulöschen, dann hätten wir es inzwischen geschafft. Wir haben schon als Menschheit vieles gemacht. Hat nie funktioniert. Auch Michael Lüders, ihr habt sehr gute Analytiker in Deutschland. Die Deutschen sind sehr gründlich. Das ist der Albtraum für jeden Geostrategen. Wenn ihr mal anfängt und gründlich recherchiert, haben die verloren. Ihr werdet alles herausfinden. Ihr seid zu gründlich. Ja? Das ist die Sache. Eure Gründlichkeit ist super. Wenn ich etwas anmerken darf als Schweizer, euer Problem ist, dass ihr euch dann immer streitet und zusammenschwächt. Das meine ich nicht persönlich, es ist einfach eine Beobachtung, dass ich die deutsche Friedensbewegung sehe und die ist zerstritten. Prima. Super analysiert, aber dann bang, sich selber runtergezogen. Und er sagt, der Islamische Staat, um es klar und deutlich zu sagen, ist made by USA. Ist made by USA wie Al-Qaida. Also die Al-Qaida wurde aufgebaut in den 80er Jahren, um die Sowjetunion in Afghanistan, in Vietnam zu bescheren, was funktioniert hat. Weil man in den USA nicht versteht, dass militärische Intervention Chaos schafft. Das Ergebnis sind radikale Gruppierungen wie der Islamische Staat. Im Buch behandle ich auch Libyen. Wir waren jetzt im Irak, wir haben schon vorgeblendet auf Syrien und jetzt haben wir Libyen. Und in Libyen wurde ja Gaddafi gestürzt. Ich möchte hier nur erklären, es gab ein Mandat des Sicherheitsrates. Aber das Mandat war für eine sogenannte No-Fly-Zone. Das heißt eine Flugverbotszone. Das heißt, jeder Staat hat das Recht, auf dem Boden und in der Luft und im Wasser seine Truppen zu haben. Jetzt hat man Gaddafi das Recht abgesprochen, seine Flugzeuge in der Luft zu haben und die UNO hat gesagt, den Luftraum übernehmen wir, der Gaddafi muss jetzt die Flieger unten lassen. Das war vom UNO-Sicherheitsrat legal abgesegnet, Libyen ist nicht im Sicherheitsrat, okay, die konnten kein Veto einlegen, aber die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, die Briten und die Franzosen waren sich einig. Diese Resolution wurde dann von den Franzosen, von den Briten und von den Amerikanern für einen Regime-Change genutzt. Und das ist natürlich wiederum gelogen. Das stand nicht in der Resolution. Das heißt, wie wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie sagen ihm, ist okay, du kannst auf meiner Couch übernachten, wenn jetzt für dich der Weg zu weit ist, um nach Hause zu gehen. Am nächsten Morgen kommen Sie runter und er hat die Couch mitgenommen. Das war nicht der Plan.
Die NATO macht dann einen Angriff. Es war niemals erlaubt, dass die NATO Libyen bombardiert. Für das gab es keine Resolution. Man hat die Rebellen bewaffnet und Gaddafi getötet. Das ist illegal. Der Libyen-Krieg ist illegal. Und sehen Sie her, die Russen und die Chinesen, die sind nicht bescheuert. Die sehen das. Die sehen das sehr genau. Und darum gibt es auf keinen Fall eine No-Fly-Zone in Syrien. Das können Sie völlig vergessen, das wird es nie mehr geben. Das gab es in Libyen, da hatten die Amerikaner und die Franzosen und die Engländer die Chinesen und die Russen über den Tisch gezogen. Aber die haben gelernt. Das heißt, diese Prozesse haben Sie in allen Details im Buch dargestellt. Sie werden auch sehen, dass der englische und der amerikanische Geheimdienst in Libyen aktiv Rebellen trainiert haben, was auch nicht erlaubt ist. Man darf nicht in ein anderes Land gehen und dort Rebellen trainieren, die dann die Regierung angreifen. Das darf man nicht. Aber so wird es eben gemacht. Wie bei der Kuba-Krise, können Sie sich erinnern, Schweinebucht-Invasion, man nimmt Exilkubaner, man trainiert sie, also sie haben Banden, sie bewaffnen sie, sie lassen sie in einen Staat einmarschieren und wenn die auffliegen, sagen sie, ja, ich habe nichts damit zu tun. Ist eine billige Nummer. Und jetzt zu Syrien. Wir sind also hier, das ist sozusagen das letzte Kapitel in meinem Buch. Jetzt natürlich die Frage, sind Sie noch hier, haben Sie noch Kraft, sind Sie noch dabei? Ja. Sind Sie noch da? Schön. Atmen Sie mal tief durch, ja. Schütten Sie, wir haben gesagt, wir machen keine Pause, darum Sie müssen sitzen bleiben, aber einfach, dass Sie sich kurz locker machen. Wir sind jetzt schon durch ganz verschiedene Länder durchgegangen und wir würden jetzt uns spezifisch nochmal Syrien zuwenden, aus dem einfachen Grund, weil Deutschland in diesem Krieg dabei ist, und zwar auf der Seite der Angreifer. Und ich möchte Ihnen das einfach erklären und ich möchte Ihnen erklären, dass auch im Syrienkrieg wieder Öl und Gas eine große Rolle spielen. Gut, dann machen wir das. Das wäre ja eigentlich jetzt nur die Vorspeise gewesen und jetzt kommt die Hauptspeise. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, aber wir ziehen es einfach durch, okay? Nee, ich brauche keine Rohstoffe. Was Sie verstehen müssen, ist, dass Bashar al-Assad im Jahre 2000 gewählt wurde. Jetzt kann man sagen, 97% der Stimmen, vielleicht ist diese Wahl nicht ganz okay. Zweiter Punkt, im 2007 wird er nochmal gewählt. Allerdings ohne Gegenkandidat. Das ist jetzt auch nicht das Schweizer Verständnis von Demokratie. Aber was ich Ihnen sagen möchte, bei uns in Europa, das heißt bei Ihnen in Deutschland, wie bei uns in der Schweiz und auch bei den Kollegen in Österreich, wird es immer so dargestellt, dass man sagt, das ist einfach ein Diktator, ein fassbombenwerfendes Monster, das Giftgas einsetzt, den muss man abräumen. Das ist ein Dienst an der Menschheit. So wird es jeden Tag erzählt. Das stimmt so nicht. Sie dürfen nicht einen gewählten Präsidenten eines souveränen Staates abräumen. Ob er Ihnen gefällt oder nicht, ist kein Thema. Ja? Bashar al-Assad darf auch Angela Merkel nicht stürzen. Er darf nicht. Ist nicht sein Nationalstaat. Hat jemand gesagt, schade? Oder? Ich möchte das nicht kommentieren. Nein, es ist ganz wichtig, dass die nationale Souveränität geachtet wird. Ja, ich weiß, die Bemerkung war ironisch, aber oder vielleicht noch nicht, aber ich sage einfach, die nationale Souveränität muss geachtet werden, weil sonst driftet die Welt ins Chaos. Das muss ich Ihnen wirklich sagen. Wir müssen die Souveränität eines jedes Landes achten. Und jedes Land hat natürlich verschiedene historische Gegebenheiten. Ja, man kann nicht hingehen und sagen, ja, das ist ja gar keine Demokratie, zum Beispiel Saudi-Arabien. Da bomben wir die runter. Geht nicht. Wir haben ganz viele Länder, die sind keine Demokratien. Was glauben Sie denn? 200 Länder, alles Musterdemokratien? Können Sie vergessen. Das sind verschiedene historische Entwicklungsphasen und die Idee, dass man interveniert nur, wenn man das Gefühl hat, das entspricht nicht der demokratischen Entwicklung, die man sich wünscht, das kann man völlig vergessen. Vor allem, die Idee, dass man dann in Libyen, wenn man bombardiert hat, danach eine Demokratie hat, ist offensichtlich falsch. Auch in Afghanistan, die Taliban, die bomben wir weg und nachher gibt es eine pluralistische, freiheitliche, friedliche Koexistenz von differenzierten Parteien, die um einen Konsens ringen. Klar. Warlords, Drogenhandel, das ist das, was sie haben. Also, das ist der erste Grund, in Syrien darf man nicht eingreifen, egal ob ein Bashar al-Assad gefällt oder nicht. Das zweite ist, wir müssen auf die Friedensbewegung in den USA hören. Das ist jetzt eben der Punkt, wenn Sie dieses Divide et Impera unterlaufen wollen,
dürfen Sie nicht dem Präsidenten zuhören, sondern Sie müssen hören, wer in der USA ist in der Friedensbewegung, und dem müssen Sie zuhören. Weil die Friedensbewegung in Deutschland ist gut, die Friedensbewegung in Russland ist gut, die Friedensbewegung in den USA ist gut. Und da muss man die Fühler ausstrecken und sich dort informieren. Hier haben Sie einen Mann, der heißt Henry Lowendorf, und der ist beim US Peace Council, und natürlich haben Sie den noch nie auf ZDF gesehen. Er sagt, wir sind nach Syrien gefahren, um uns selber ein Bild zu machen. Die USA führen mit Partnern aus Europa, da ist also Frankreich dabei, Deutschland, die Türkei, Großbritannien und dem Golf, das ist Katar und Saudi-Arabien, einen brutalen Angriff auf Syrien durch. Das ist die Lage. Das ist ein Angriffskrieg. Die amerikanische Propaganda hat die syrische Regierung dämonisiert, das ist der Klassiker, um einen Regime-Change durchzuziehen. Der Regime-Change ist natürlich der Wechsel, Bashar al-Assad stürzen. Und wir haben jetzt Bashar al-Assad hier in Damaskus, und die Schweizer sind hingeflogen und haben am 19.10., also ist noch nicht lange her, in diesem Monat mit ihm gesprochen. Und hat mich dann sehr interessiert, was stellt denn der Schweizer Journalist dem Bashar al-Assad für eine Frage? Und seine Frage war, sehen Sie es als Lüge, dass die Welt Sie als Kriegsverbrecher sieht? Okay? Also die Schweizer gehen hin und fragen ihn zuerst mal, sind Sie Kriegsverbrecher? Und er sagt, als Präsident verteidige ich mein Land gegen Terroristen, die als Stellvertreter für andere Länder in Syrien einmarschiert sind. Das ist wahr. Es ist wahr. Als Kriegsverbrecher sollten angeklagt werden, erstens George Bush. Er ist im Irak einmarschiert ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrats. Es ist wahr. Es steht nicht in den Schweizer Medien. Es steht nie in den Schweizer Medien. Sie mussten es aber abdrucken, weil sie haben Assad zugesichert, dass das Interview vollständig abgedruckt wird. Zweitens, Cameron und Sarkozy, also der britische Premier und der französische Präsident, die haben Libyen überfallen, sind Kriegsverbrechen. Wenn Sie das in Frankreich sagen, die Leute drehen fast durch, wenn man sagt, Sarkozy ist ein Kriegsverbrecher. Es ist für die Leute sehr schwierig, das zu verstehen, aber ich kann ja auch nichts dafür. Sarkozy hat Libyen bombardiert. Hatte er ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates? Nein. Ende. Der mag positive Eigenschaften irgendwo haben, die sind vielleicht stark verschüttet, aber es ist einfach, ich denke, jeder Mensch hat positive Eigenschaften. Das glaube ich wirklich. Aber gewisse Menschen sind sehr rücksichtslos und die müssten in Therapie. Und diesen Punkt, oder, muss man auch ansprechen können. Und hier einmarschiert. Drittens, die westlichen Verantwortlichen, er nennt Deutschland nicht, aber das ist klar, dass hier die USA gemeint sind und Großbritannien, welche in den letzten 5 Jahren, das ist ja 2016, der Libyenkrieg läuft seit 2011, die Terroristen in Syrien unterstützt haben und ein Embargo verhängt haben, über das wird nicht viel gesprochen, das tausende Zivilisten in Syrien tötet. Der Westen will mich stürzen. Der Mann sieht völlig klar, was läuft. Der ist Augenarzt, der hat den Durchblick. Aber der Punkt ist, bei uns wird er als giftgaswerfender, Fassbomben-Diktator diffamiert. Und das ist das Überraschende. Kriegspropaganda läuft heute weiterhin gut. Ich möchte nicht sagen, dass Assad perfekt ist und dass ich ihm gleich meine Kinder geben möchte zum Hüten. So ist es gar nicht. Aber ich sage einfach, wir müssen Respekt haben vor der nationalen Souveränität eines Landes, weil sonst fällt das alles auf uns zurück irgendwann. Man fragt sich, kommt das irgendwann auch in den amerikanischen Medien? Und die Antwort ist ja. Auf CNN hat eine Abgeordnete, die heißt Tulsi Gabbard, gesagt, die USA und CIA versuchen, der Regierung von Assad zu stürzen. Also wer es wissen will, der weiß es. Es ist jetzt nicht so ein super Geheimnis. Die USA und die CIA sollten diesen illegalen, kontraproduktiven Krieg beenden. Das heißt, sie haben auch auf CNN, das ist total Mainstream, haben sie hin und wieder eine ehrliche und wahre Aussage. Aber es ist ein bisschen wie bei diesen Gold Nuggets, die müssen Sie suchen und dazwischen gibt es unglaublich viel Kies. Also, und so ist es in den Medien heute. Sie finden hin und wieder was Spannendes, aber da müssen Sie also für so eine Aussage 2-3 Tonnen Kies wegräumen. Einfach Müll, 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 Lüge, Müll, 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 Lüge, Lüge, Müll und irgendwann ein Zitat. Und das ist die Sache. Und was man auch sagen kann, Tulsi Gabbard ist von Hawaii, okay? Die surft, die ist gut drauf, oder?
Das ist der Punkt. Oder? Sie müssen selber sich ausgleichen, Sie müssen gut drauf sein, Sie müssen in die Natur gehen. Dann sind Sie ein wertvolles Mitglied der Friedensbewegung. Es hat keinen Sinn, dass Sie aggressiv und depressiv sind. Das ist kein Beitrag zur Friedensbewegung. Gleichen Sie sich aus, seien Sie fröhlich. Das Leben ist weiterhin schön, auch wenn es diese Verbrechen gibt. Das ist ganz wichtig, immer wieder zu holen. Und natürlich müsste man auch in der UNO hingehen und sich ansehen, was sind denn die Durchsagen der Syrer. Ja, das habe ich ja bei der Kuba-Krise mit den Kubanern gemacht, habe ich mir geschaut, was sagt denn der kubanische Botschafter während der Schweinebucht-Invasion? Und die Dokumente sind öffentlich. Und ich schaue natürlich, was sagen die Syrer. Hier ist Bashar al-Jafari, das ist der ständige Vertreter von Syrien in New York in der UNO. Der kommt nie in den Zeitungen, nie. Totales Medienblackout. Er hat gute Analysen, er sagt, stoppen Sie die Einmischung durch Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien. Stoppen Sie das Militärtraining der moderaten oppositionellen Terroristen. Das ist ja die Sache. Man fragt ihn, ja, wie soll man denn den Syrienkrieg stoppen? Ganz einfach. Man soll die Rebellen nicht mehr unterstützen, man soll den Ölverkauf stoppen und keine Waffen mehr reinliefern. Ende. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Aber wenn man das macht, kann man sich auch den Regime-Change ans Bein streichen. Okay? Und darum geht der Krieg weiter. Robert Kennedy Jr., ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, meiner Meinung nach jemand, der in Amerika zur Friedensbewegung gehört, ist ein sehr guter Mann, ich lese immer wieder gern von ihm, und der sagt, geben wir es doch endlich zu, was wir als Krieg gegen den Terror bezeichnen, ist doch in Wahrheit nur einfach ein neuer Krieg um Öl und Gas, Februar 2016. Klare Ansage. Und er ist Junior, das heißt, sein Vater ist Senior, und Sie kennen das, die ganze Diskussion um Öl und Gas ist auch in den USA ziemlich unsichtbar. Es geht immer um Terror und nie um Öl und Gas. Und hier müssen wir einfach, wenn wir geostrategisch denken, wieder die Rohstoffe mal anschauen und benennen. 9 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Tag, das ist der Weltverbrauch. 95 Millionen Fass Erdöl pro Tag, das ist der Weltverbrauch. Das sind 45 Supertanker jeden Tag. Und ich bin spezialisiert auf Öl- und Gasfragen und bin viel auch bei Banken und Versicherungen zu Öl- und Gasfragen. Es ist ganz klar, dass diese Rohstoffe aus diesen Ländern kommen, wo die Kriege sind. Es ist so offensichtlich. Und der Vater von Robert Kennedy Jr. war eben Robert Kennedy. Er war im Weißen Haus Justizminister und Kennedy, JFK, war ja der Präsident. Das wissen Sie, das ist sehr bekannt auch. Und Kennedy wurde erschossen 1963. Er wollte die Amerikaner aus Vietnam abziehen, das sehen wir in den Dokumenten sehr deutlich. Und Robert Kennedy wollte dann aufklären, was da überhaupt passiert ist, wollte selber Präsident werden, hatte große Chancen und wurde dann auch erschossen. Das heißt, sein Sohn Junior, der weiß, wie die Politik in den USA funktioniert. Ja? Vater erschossen, der weiß, wie der Hase läuft, ja? Der macht sich keine Illusionen. Und er sagt, der Syrienkrieg ist ein Pipeline-Krieg. Er begann im Jahr 2000, als Katar erklärte, es werde für 10 Milliarden Dollar eine 1500 Kilometer lange Erdgaspipeline durch Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien bis in die Türkei bauen. Habe ich jemals in der FAZ, im Spiegel oder irgendwo in der NZZ gelesen, der Pipeline-Krieg in Syrien? Haben Sie das mal gelesen? Kann ich ein Handzeichen haben, wer sowas gelesen hat in den Massenmedien? Das suchen Sie vergebens. Es ist immer Terror, Terror hier, Terror dort, Terror überall. Wir werden über den Tisch gezogen mit Begriffen, die uns nur in den Krieg führen. Und wenn Sie es genauer anschauen, da habe ich im Institut, ich leite ja dieses kleine Institut, Cyprus Swiss Institute for Peace and Energy Research, wir sind in Basel, und ich habe meinen Mitarbeitern den Auftrag gegeben, die Pipeline-Routen mal aufzuzeichnen. Und es geht um dieses Gasfeld, das ist das größte Gasfeld, das es gibt, das ist im Persischen Golf. Und das Erdgas hat im Persischen Golf genau gar keinen Wert. Okay? Sie müssen es auf den europäischen Markt bringen, hier gibt es Euros dafür. Und wie können Sie das machen? Sie können es auf Tanker laden, das ist Liquefied Natural Gas, da verlieren Sie viel Gas und Sie verlieren viel Geld und es geht langsam. Also man macht das, aber es ist nicht die beste Sache. Man würde jetzt gern, Katar würde gern, hier das ist Katar, von diesem Gasfeld eine Pipeline durch Saudi-Arabien bauen, die Saudis finden das eine tolle Idee, dann hier durch Jordanien, durch Syrien in die Türkei. Und die Syrer haben zu dieser roten Pipeline gesagt, nein, wir wollen sie nicht.
weil Syrien ist schon seit vielen Jahren ein Freund von Russland. Die Russen haben Militärstützpunkte hier in Latakia an der syrischen Mittelmeerküste. Die Syrer kaufen die Waffen von den Russen. Das sind long-standing friends, wie man so schön sagt. Und die Syrer haben gesagt, wir geben doch nicht den Kataris jetzt eine Pipeline nach Europa, weil Europa ja im Einflussgebiet von Gazprom liegt, also der Erdgasfirma von Putin. Und die Syrer wollten Putin und Gazprom nicht verärgern. Also haben sie gesagt, nein. Danach kam der Krieg. Und während dem Krieg hat der Iran gesagt, ja, können wir die Pipeline bauen? Und dann hat Assad gesagt, ja, wir bauen die Pipeline mit ihnen. Weil dieses Erdgasfeld wird von beiden Seiten angestochen. Ja, verstehen Sie das? Wenn Sie ein Feld von beiden Seiten anstechen, ist es so, dass der, der die bessere Pipeline bauen kann, einfach mehr Erdgas verkauft. Das ist, in der Schweiz haben wir kein Erdgas, aber einfach um ein anderes Bild zu nehmen. Wir haben Berge, den Gotthard. Wenn wir die durchbohren, ist immer, sie können von beiden Seiten bohren. Das weiß ich, habe ich beobachtet. Und das ist beim Erdgas auch so. Ja? Und es ist eigentlich ein Kampf zwischen diesen zwei Pipelines. Die grüne Pipeline, das ist die sogenannte schiitisch-russische Pipeline, die ist im Interesse der Russen und der Schiiten. Der Iran will, dass diese Pipeline gebaut wird, weil dann verkauft er das Erdgas. Der Irak ist jetzt schiitisch, weil Saddam Hussein, der Sunnite, wurde gestürzt. Das heißt, der Irak ist mehrheitlich schiitisch. Und Syrien wird durch Assad regiert, das sind Alawiten, die gehören zu den Schiiten. Also das ist die Schiiten-Pipeline und das, die rote, ist die Sunniten-Pipeline, welche die Amerikaner und die Engländer, die Deutschen, die Franzosen und die Briten unterstützen. Es ist gar nicht so kompliziert. Jetzt erkennen Sie, alle diejenigen Mächte, die Assad stürzen wollen, das ist Katar, das sind die Saudis und das sind die Türken. Und diejenigen, an die Macht halten wollen, das sind die Iraner, das ist Hisbollah, das sind die Russen und die Chinesen. Wie können wir das aufschlüsseln? Ich möchte Ihnen auch erklären, wie die Historiker arbeiten. Wir gehen dann zurück, nachdem wir das sehen. Der Krieg fängt ja 2011 an. Dann gehen wir zurück nach 2009 und gehen nochmal die Zeitungsmeldungen durch. Und dann finden wir im August 2009, da hat noch niemand an Syrienkrieg gedacht. Ja, da hat man in Aleppo gemütlich Kaffee getrunken. Da gibt es eine Kommunikation, der Herrscher der Al-Thani, das ist der König von Katar, auch keine Demokratie, geht zur Türkei, zu Erdogan. Und sie sagen, die Kataris, wir sind sehr daran interessiert, über eine Erdgaspipeline von Katar bis in die Türkei zu verfügen. Das ist on the record, das ist bewiesen, das ist nicht irgendwie eine Theorie. Und die Türken sagen, die EU ist stark vom russischen Erdgas abhängig, eine Erdgaspipeline zwischen Katar und der Türkei wird einen Beitrag dazu leisten, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Die Türken spielen eine sogenannte Wechselrolle. Einmal sind sie mit der NATO und mit den Amerikanern und dann sind sie wieder, je nach, wenn es Putschversuche gibt, mit den Russen und so. Es geht ein bisschen hin und her. Über die Türkei könnte man lange reden, ist heute nicht mein Ziel. Hier das Erdgasfeld, hier explodiert gar nichts, darum bringen die Leute das Erdgasfeld nicht in Zusammenhang mit dem Syrienkrieg. Aber meiner Meinung nach heizt dieses Erdgasfeld ganz extrem den Krieg an. Und es teilt sich in einen Teil, der zu Katar gehört, das heißt Northfield, und einen Teil, der zu Iran gehört, das ist South Pars. Aber es ist das gleiche Feld, einfach in der Mitte durch die Landesgrenze geteilt. Und dann hat natürlich Assad sich geweigert. Er wollte dieses Abkommen nicht, und zwar schon 2009, und begründete seine Ablehnung damit, die Interessen seines russischen Verbündeten zu schützen, der der wichtigste Versorger Europas mit Erdgas ist. Das finden Sie im Guardian im August 2013. Das heißt, auch der Guardian, eine britische Zeitung, hat hin und wieder gute Analysen, aber ich habe es schon gesagt, das ist wie mit diesen Goldnuggets, es ist schwer zu finden. Ja? Darum ist es einfacher, wenn Sie über Google einen Suchbegriff eingeben, da werden Sie natürlich überwacht, aber immerhin, Sie geben den Suchbegriff ein, Erdgaspipeline Syrien. Dann können Sie, oder wenn Sie noch mehr Begriffe haben, zum Beispiel South Pars oder Northfield, dann geht das noch besser. Oder Al-Thani, Erdogan, also Sie müssen eigentlich mit den Begriffen das Thema eingrenzen und dann sind Sie bei der aktiven Recherche viel besser dabei. Und das ist eigentlich das, was jetzt läuft in der Medienrevolution. Die Leute warten nicht mehr, was die Redaktion für Sie für morgen zusammengestellt hat. Die Zeitung beim Frühstück, ja, vergessen Sie es. Konsumieren Sie keine Medien und wenn Sie etwas interessiert, suchen Sie selber. Das ist der Trick.
Aktives Medienmanagement heißt das. Und ich sage nicht, Sie müssen die Pipeline in Syrien untersuchen. Wenn Sie sich für Ferrari interessieren, geben Sie Ferrari ein. Wenn Sie Permakultur interessiert, geben Sie Permakultur ein. Jeder gibt das ein, was er interessiert und macht so lange Medienkonsum, wie es interessiert. Im Buch ist das genauer dargelegt, aber ich sage, im Juli 2002 unterzeichnet Syrien dann eben mit dem Iran diese Alternativroute. Diese beiden Pipelines sind nicht gebaut, aber Sie sehen natürlich, im 12 wissen die Syrer, dass sie angegriffen werden, weil im 11 bricht der Krieg aus. Und sie haben natürlich bei den Angreifern die Saudis, die Kataris und die Türken. Die gehen aber nicht mit Panzern und rollen über die Grenze. Sie müssen das immer unterscheiden bei den illegalen Kriegen. Saddam Hussein ist im August 1990 mit Panzern über die irakisch-kuwaitische Grenze gerollt. Das ist so, wie wenn jemand kommt und mit dem Vorschlaghammer bei Ihnen die Scheibe einschlägt und dann noch eine schwarze Maske trägt, reingeht und Ihre Uhr klaut. Okay, das ist der klassische Dieb. Und das ist offensichtlich, wenn er noch den Handschuh verliert und Derek den findet. So habe ich das als Kind immer wieder gesehen. Aber gewisse Verbrechen sind komplizierter. Niemand hat begriffen, dass Obama Krieg gegen Syrien führt. Fast niemand. Weil Obama ganz leise im Hintergrund Rebellen unterstützt hat, die in Syrien Chaos stiften, und er sagt, damit habe ich nichts zu tun. Also diese zwei Pipelines werden gebaut, je nachdem, wer dann in Syrien an die Macht kommt. Und die Russen sagen natürlich, wenn Assad an der Macht ist und wir ihm geholfen haben zu überleben, dann wird der Europa nicht mit Erdgas fluten. Dann können wir mit ihm sprechen. Ja? Alle die, die Champions League schauen, also ich mache das, das ist eine ganz wichtige Sendung, nein, das ist dieses Fußballspiel, da ist einfach immer Gazprom. Gazprom sponsert die Champions League. Und dann versteht man, das ist der russische Erdgaskonzern. Und Gazprom möchte nicht, dass der europäische Erdgasmarkt jetzt von Katar übernommen wird. Da geht es um Milliarden, da geht es um richtig, da ist ziemlich Schotter drin. Und 2013 sagt der Irak, er erlaubt dem Iran, eine Pipeline durch sein Territorium zu bauen und weiter nach Syrien. Und das ist eine Ohrfeige für die Pläne von Katar. Das finden die dann auf oilprice.com, also Fachliteratur in Englisch, in den erdölgeologischen, das ist, de facto hören sie es einfach nicht. Ich grab das für Sie aus und Kollegen organisieren Abend und dann haben Sie es. Aber sonst finden Sie es einfach nicht. So muss es gehen, ja. Ich kann nicht den Leuten sagen, sie müssen halt oilprice.com lesen. Geht nicht. Und dann haben wir bei uns, ja, die Kommunikation, die bei uns läuft, das heißt bei Ihnen in Deutschland, auch bei uns in der Schweiz, ist nicht eine Pipeline-Kommunikation, es ist keine nüchterne geostrategische Analyse, sondern es geht um Giftgas. Okay? Giftgas hier, Giftgas dort. Und da kann man sagen, der Einsatz von Giftgas ist ein Kriegsverbrechen. Wer auch immer Giftgas einsetzt, ist ein Kriegsverbrecher. Und was versucht wurde, ist, dass man einen Giftgasanschlag in Syrien macht, den Assad anhängt und ihn als Kriegsverbrecher diffamiert. Das war eigentlich der Versuch. Hat aber nicht funktioniert. Der erste Chemiewaffeneinsatz, den wir jetzt untersuchen, ist vom März 2013. Da gab es 29 Tote. Ich habe nur die toten Tiere hier gezeigt, weil die toten Menschen möchte ich jetzt hier nicht zeigen. Ich sage einfach, das ist Schockpropaganda. Okay? Dann haben wir in der Schweiz Carla Del Ponte. Sie hat gesagt, wir haben Zeugenaussagen von Ärzten, Flüchtlingen und benachbarten Ländern, Spitalmitarbeitern, dass chemische Waffen verwendet wurden. Das heißt, es ist wahr, es gab Giftgaseinsätze in Syrien. Aber nicht von der Regierung, also nicht von Assad, sondern von der Opposition, also von den Rebellen. Das sind die radikalen Muslime, die wir als moderate Muslime benennen. Also die Kopfabschneider haben auch Giftgas eingesetzt. Und da geht es um den Anschlag 2013 von Aleppo, das ist dieser. Auch ein anderer Schweizer Arzt, das hat mich sehr interessiert, als ich das gesehen habe, habe ich mich sofort gefragt, von wem wird das Giftgas eingesetzt? Und natürlich war immer die Frage, Assad-Rebellen, das war ja im Chaos des Krieges nicht einfach zu entschlüsseln. Und Franco Cavalli sagt, der einzige gesicherte Fall von Giftgas
in der Nähe von Aleppo wurde eindeutig von Dschihadisten zugeschrieben. Und dann hatten wir in Deutschland noch Günter Meyer, er ist ein ausgezeichneter Kenner von Syrien. Also ich würde Ihnen empfehlen, immer wieder mal auch den Namen Günter Meyer einzugeben. Er ist nüchtern, er ist klar, er hat ziemlich den Durchblick und er sagt, für den ersten Chemiewaffeneinsatz in Khan al-Assal nahe Aleppo, 29 Tote, waren die Dschihadisten unter den Aufständischen verantwortlich. Das bedeutet jetzt, die Kräfte, die man unterstützt hat aus dem Ausland, um Assad zu stürzen, haben Giftgas eingesetzt. Das ist ein Kriegsverbrechen und das wollte natürlich aufgeklärt werden. Was es damals hieß in den Medien, das ist eine Schweizer Publikation, Neue Zürcher Zeitung, Del Ponte verdächtigt Rebellen, Blick, syrische Rebellen, Spiegel Online, Rebellen, Reuters, Syrian Rebels, BBC, points to the evidence that Syrian Rebels used sarin. Diese Headlines waren ein Super-GAU für die NATO, weil die NATO-Länder, Türkei, Frankreich und Großbritannien unterstützen die Rebellen. Okay? Sehen Sie das? Wenn dann rauskommt, dass diese Rebellen Giftgas einsetzen und enthaupten, dann fragt man sich, was sind das für Partner? Was sind Ihre Partner? Mit wem arbeiten Sie zusammen? Und darum wollte man auf jeden Fall, dass sich diese Meldungen wieder ändern. Die UNO hat dann am 19. August 2013 Chemiewaffeninspektoren nach Damaskus geschickt, um den Anschlag vom März 2013 zu untersuchen. Also Assad hat gesagt, kommt her, komm in mein Land, untersucht den Giftgasanschlag. Er spielt mit offenen Karten. Wenn die ihre Arbeit sauber hätten machen können, hätten die herausgefunden, es sind die Rebellen. Und wenn sie noch tiefer gegraben hätten, hätten die herausgefunden, die Rebellen werden von Katar, von Saudi-Arabien, von der Türkei unterstützt und im Hintergrund von den Amerikanern, von den Briten und von den Engländern. Das wäre richtig heikel gewesen. Aber die konnten ihre Arbeit nicht machen. Es gab, Sie sehen da, am 19. August 2013 kommen die in Damaskus an und dann am 21. August, zwei Tage später, gibt es einen nächsten Anschlag und noch einen größeren. Noch einen größeren Giftgasanschlag, mit etwa 1000 Toten, also von 26 auf 1000, hier hat man richtig, richtig eskaliert. Und dann konnte die UNO natürlich nicht untersuchen. Und dann hat man sofort aus den amerikanischen Quellen gehört, hier 1. September, wir sind bereit zuzuschlagen, wann immer wir wollen, welche Botschaft senden wir, wenn ein Diktator hunderte von Kindern vergasen kann und keine Strafe erhält. Das heißt, hier wieder das Bild mit dem vergasten Kind und das wird von den Amerikanern sofort Assad angehängt. Und dann drehen auch die Medien und es heißt dann, marschiert Obama jetzt in Syrien ein, Westen hat kaum Zweifel an Assads Schuld, Cameron und Obama drohen Assad und auch Merkel verdächtigt Assad des Giftgasangriffs. Das heißt, sehen Sie diesen Dreh? Den Dreh müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also jetzt bei Giftgas vielleicht nicht auf der Zunge zergehen lassen, die Metapher der Wahl, aber einfach, dass Sie verstehen, wie der Hase läuft. Sie haben hier August 13 und das sind Mai 13. Das ist eine 180-Grad-Drehung, die nur dadurch gemacht werden konnte, indem man das Chaos des Krieges vergrößerte und dann sofort intensiv Anschuldigungen machte. Jetzt in Amerika, in der Friedensbewegung, ist Seymour Hersh. Ich schätze ihn sehr. Es gibt gute Journalisten. Nicht alle Journalisten sind Lügner. Ja, es gibt weiterhin gute Journalisten und wir brauchen sie, das muss man wirklich sagen. Seymour Hersh hat herausgearbeitet, als sich der Giftgasangriff im August ereignete, also das ist der Große, der Tausender, hätte Al-Nusra ebenfalls verdächtigt werden müssen, aber die Obama-Administration wertete geheimdienstliche Informationen selektiv aus, um einen Schlag gegen Assad zu rechtfertigen. Das heißt, die Amerikaner haben versucht, ihren Militärschlag in Syrien durch Giftgas zu legitimieren. So wie sie ihren Militärschlag gegen Saddam Hussein mit ABC-Waffen verkauft haben. Und Hersh hat Informationen aus dem Pentagon und von den Geheimdienstmitarbeitern und die sagen, es liegt eine Manipulation vor und zwar ähnlich wie die Gulf of Tonkin-Lüge von 1964. Das heißt, wir sind hier noch nicht ganz durch mit der Forschung, in 5 Jahren sind wir weiter. Aber vermutlich haben wir 2013 eine Giftgaslüge von den Amerikanern, um ihre Intervention in Syrien zu legitimieren. Hat nicht funktioniert, weil die Russen gesagt haben, halt, halt, halt,
ihr müsst Assad nicht bombardieren, wir schauen, dass der völlig Giftgas alles abliefert. Dann haben sie nicht interveniert. Aber trotzdem, die Giftgasgeschichte hat nicht funktioniert. Die Amerikaner wollen trotzdem Assad stürzen. Warum wollen sie ihn stürzen? Weil sie Syrien als eine alte ein altes Sowjetlager betrachten. Also Wolfowitz hat gesagt, und zwar 2011, wir haben jetzt 5 oder 10 Jahre, um diese alten Sowjetregime Syrien, Iran und Irak wegzuräumen, bevor die nächste große Supermacht kommt und uns herausfordert. Nein, er hat das nicht 2011 gesagt, Entschuldigung, er hat das 1991 gesagt. Also Sie haben ja 1989 Mauerfall, das ist bei Ihnen allen drin. 1990 haben Sie Wiedervereinigung, das wissen Sie auch alle. Schon 1991 sagen die Amerikaner, jetzt haben wir, weil die Sowjetunion so schwach ist, wie viel sagt er? 5 oder 10 Jahre. Also von 1990 bis 2000 oder vielleicht 2015, man sieht, die Sowjetunion ist schwach. In dieser Zeit können wir die alten Sowjetregime wegputzen. Das ist Geostrategie. Das ist wie Schach. Dieser Bauer steht frei, den können wir wegräumen, der Läufer, den nehmen wir auch. Der König ist eh im Chaos, also schlagen wir noch den Turm. Das ist Geostrategie. Und das ist 91. Die Amerikaner haben dieses Ziel schon immer gehabt und Seymour Hersh hat das auch herausgearbeitet, dass der Syrienkrieg nicht nur wegen den Pipelines ausgebrochen ist, sondern weil die Amerikaner hier einen Stützpunkt der Russen auslöschen wollen. Einen Militärstützpunkt auslöschen. 06, mehr als 5 Jahre vor Kriegsausbruch, reichte William Roebuck, der in der US-Botschaft in Damaskus arbeitete, eine Analyse über die Schwachstellen der Regierung Assad ein und listete Methoden auf, mit denen sich die Wahrscheinlichkeit für Destabilisierung erhöhen ließ. Und er sagte, Klassiker, religiöse Spannung anheizen. Dann noch 5 Millionen für die Dissidenten. Das ist einfach der Klassiker, was soll ich erklären? Ich habe Ihnen diese Folie gezeigt mit Divide et Impera. Sie gehen in ein Land, sie schauen, wie ist die religiöse Struktur, sie heizen die Spannungen an, sie kommen rein mit Geldern, finanzieren die Gegner, sie gehen rein mit Spezialeinheiten, das Land gleitet ins Chaos. Verstehen Sie es? Drücke ich mich klar aus? Ist es für Sie deutlich? Gut, ja gut. Das heißt, das ganze Programm ist gegen Syrien aufgefahren worden. Das ganze Programm. Das ist ziemlich brutal. Natürlich ist das Land mit 400.000 Toten jetzt krass destabilisiert. Krass. Zahlt einen sehr hohen Preis. Also das Divide et Impera ist, man muss es ganz deutsch und deutlich nennen, eine teuflische Strategie. Das ist teuflisch. Und wir müssen wieder hinhören, was sagt denn die amerikanische Friedensbewegung? Hier haben Sie Madeleine Hoffman, die haben Sie auch noch nie auf ARD gehört. Die ist vom New Jersey Peace Action, finden Sie nur auf YouTube. Sie sagt, ich bin seit 16 Jahren Friedensaktivistin. Und sie sagt, das ist kein Bürgerkrieg in Syrien. Es wird ja bei uns immer so dargestellt, böser Diktator gegen gutes Volk. Ja? Das ist völlige Medienpropaganda. Wir haben einen internationalen Kampf und die internationalen Akteure halten sich bedeckt, ja. Das ist verdeckte Kriegsführung. Bush war nicht verdeckt. Er ist einfach im Irak einmarschiert und hat alles platt gemacht. Dann ist es offensichtlich. Aber die verdeckte Kriegsführung ist schwieriger. Assad kämpft gegen Söldner und Terroristen, die vom Ausland unterstützt werden. Katar, Saudi-Arabien, Türkei, USA und Israel. Israel ist auch am Krieg beteiligt, weil Israel hat die Golanhöhen besetzt. Das ist ein Teil von Syrien. Sie haben darum Interesse, dass die Regierung in Damaskus schwach ist. Wir als USA haben aber kein Recht, in Syrien einen Regime-Change durchzuführen. Das ist verboten. Genau. Die Frau hat recht. Die Friedensforschung in allen Ländern kommt zum gleichen Resultat. Ich kenne niemanden in der Friedensforschung, der gesagt hat, na ja, hin und wieder ein Regime-Change kann nicht schaden. Oder? Niemand. Wir müssen damit aufhören, Söldner in Syrien zu unterstützen. Und der Trick ist, bei uns in den Medien werden die Söldner, die Terroristen und die Banditen immer als moderate Rebellen bezeichnet. Und da funktioniert bei uns semantisch im Kopf Folgendes. Wir denken, Rebellen? Rebellen sind cool. James Dean war ja auch ein Rebell. Ich wäre auch gerne ein Rebell. Überhaupt Rebellen? Nichts gegen Rebellen. Wenn sie aber Dschihadisten genannt werden, finden wir schon nicht so cool. Und wenn sie Terroristen genannt werden, finden wir es gar nicht mehr cool. Also es kommt nur auf das Wort drauf an. Und auch Alfred Marder, auch von der amerikanischen Friedensbewegung, ich zitiere so oft die amerikanische Friedensbewegung, weil ich eben unterstreichen möchte, dass wir nicht wieder in eine nationale Konfrontation gehen müssen. Sie verstehen das?
Die Medien haben die amerikanische Bevölkerung und die Friedensbewegung hier in den USA völlig verwirrt. Das können Sie Copy-Paste für Deutschland und die Schweiz und Österreich übernehmen. Copy-Paste. Wenn man von Anfang an klar gesagt hat, hätte A, Pipelines, B, alte Sowjet-Militärbasis wegräumen. Das kann man in jedem Artikel erklären. Versteht dort der normale Zeitungsleser, versteht das. Aber wenn es halt nie steht, dann ist der Syrienkrieg ein Chaos, wo Iran interveniert, die Hisbollah ist da, es gibt Al-Nusra-Front. Die Al-Nusra-Front ist aus dem IS irgendwie vernetzt, der IS kommt aber aus dem Irak, besetzt aber Teile von Syrien. Die Türkei ist mit Panzern über die Grenze, kämpft gegen die Kurden. Die Kurden sind, ich glaube, gegen Assad, aber die Türken wollen keinen Kurdenstaat und die Amerikaner sagen, die Kurden sind Freiheitskämpfer. Gleichzeitig hilft Deutschland nur mit Luftaufklärung, um eigentlich die Sache zu destabilisieren und Assad lügt und irgendwie gab es noch Giftgasanschläge und überhaupt, ich komme eh nicht raus. Okay? Aber das ist wie in der Schule, wenn Ihnen ein Lehrer etwas schlecht erklärt, dann können Sie es nicht begreifen. Und die Medien haben jetzt 5 Jahre Zeit gehabt, 5 Jahre, um Ihnen den Syrienkrieg zu erklären. Ziehen Sie Bilanz, ziehen Sie Ihre Bilanz und reflektieren Sie Ihren Medienkonsum. That's it. Unsere Organisation, der US Peace Council, steht hinter der UNO-Charta, das tue ich auch mit meinem Buch und respektiere die Souveränität jedes Landes. Es ist illegal, ein Land zu überfallen. Also ich wiederhole das jetzt einfach immer wieder. Ich meine, ich weiß, Sie wissen es, aber man kann es nicht oft genug sagen. Wir haben kein Recht zu entscheiden, wer in Syrien regiert. Und in Deutschland ist eigentlich nur Sarah Wagenknecht unter den Politikern, die diese Dinge klar anspricht. Ich finde, die Frau macht einen mutigen Job. Sie sagt, wer wirklich für mehr Sicherheit sorgen will, muss aufhören, sich an Öl- und Gaskriegen im Nahen Mittleren Osten mit unzähligen zivilen Opfern beteiligen, muss die logistische Unterstützung der US-Drohnenmorde in Ramstein einstellen und Waffenexporte in Kriegsgebiete sofort stoppen. Alles meiner Meinung nach Punkt, genau richtig. Aber natürlich ist es schwierig, Ramstein zu schließen. Es ist nicht einfach. Aber es ist eigentlich richtig. Ja? Von Deutschland soll kein Krieg ausgehen. Die Drohnen haben 6.000 Leute umgebracht. Sagen Sie, sind alles Terroristen. Nein, nein, das ist nur die Vita et Impera. Die Leute werden abgewertet als Terroristen. Das geht nicht. Und ohne Ramstein ginge das nicht. Und da müssen Sie auch beobachten, die deutsche Bevölkerung hört jetzt immer mehr über dieses Ramstein und immer mehr über diese Drohnen. Und es könnte gut sein, dass die irgendwann sagen, wir wollen das nicht. Nicht in meinem Namen, das reicht. Die UNO-Charta, habe ich Ihnen erklärt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen die Anwendung von Gewalt. Das steht im Gesetz. Okay? Auf das können Sie sich immer berufen. Wenn Ihnen dann jemand sagt, das ist rechtsextremistisch, was Sie sind, dann müssen Sie Folgendes erklären. Dann müssen Sie im ersten Satz sagen, rechtsextremistisch ist, wenn man mit Gewalt die Regierung eines demokratischen Landes von innen stürzen will. Das will ich nicht. Ja, ich muss es immer wieder erklären. Zweitens, wenn man auf die UNO-Charta verweist und erklärt, dass in den internationalen Beziehungen keine Gewalt eingesetzt werden darf, dann ist das so ziemlich das Gegenteil von rechtsextremistisch, weil das bedeutet ja Respekt vor dem Recht. Und dieses ganze Gelaber von brauner Sumpf, die Friedensbewegung sei ein brauner Sumpf, das ist nur gelogen. Es ist nur gelogen. De facto werden also diese Dschihadisten unterstützt. Was sind das für Leute? Das sind junge Männer. Junge Männer kann man am besten verführen. Müssen wir gar nicht länger ausholen. Das ist einfach so. Weil die jungen Männer haben viel Hormone, haben noch nicht den Durchblick und ab geht's in den Krieg. Oder? Das war schon immer so. Die Frauen und die älteren Männer kann man viel schlechter in die Kriege führen. Aber wenn die Propaganda lang genug hagelt, geht's auch da. Und die bekommen halt dann 70 Jungfrauen versprochen im Jenseits und ist eine billige Nummer, oder? Ist eine billige Nummer, aber die glauben das und dann bekommen sie noch Geld und voilà. Wir haben jetzt Forschung,
Wir haben jetzt Forschung, die beweist, dass die Amerikaner das wissen, dass sie auf der Seite der Dschihadisten sind. Ja. Im 2002 wurde ein Dokument deklassifiziert von der Defense Intelligence Agency. Wir gehen jetzt also ins Pentagon, und im Pentagon gibt es einen Geheimdienst, der heißt Defense Intelligence Agency, DIA. Und da steht drin, ich habe es Ihnen übersetzt, die Salafisten, die Muslimbruder, Al-Qaida im Irak, also das ist der spätere IS, sind die Hauptkräfte, die den Aufstand in Syrien anführen. Das heißt, das Pentagon weiß sehr genau, wer gegen Assad kämpft. Sie wissen, die Terroristen kämpfen gegen Assad. Der Westen, das sind also die NATO-Länder, die Golfstaaten, das ist Katar und Saudi-Arabien, die selber überhaupt keine Demokratien sind, und die Türkei, unterstützen die Opposition, das heißt eben diese Gruppen, während Russland, China und Iran das Regime unterstützen. Das heißt, schon 2012 war genau die gleiche Ausgangslage wie heute. Es ist kristallklar, es gibt keine Konfusion auf geostrategischer Ebene. Der Chef von der Defense Intelligence Agency hier heißt Michael Flynn. Weil als Historiker müssen wir dann prüfen, ist dieses Dokument echt? Müssen wir. Das Beste ist, man muss den Chef fragen. Der wurde gefragt auf Al Jazeera von Mehdi Hassan, ein ganz guter Journalist. Ja. Mehdi Hassan, Geheimtipp. Und Michael Flynn sagt, ja, ich habe dieses Defense Intelligence Agency Dokument vom August 2012 gesehen, weil er war der Chef von der Defense Intelligence Agency damals. Es war eine absichtliche Entscheidung der Regierung, hier ergänzt man Obama, Syrien zu destabilisieren. Sie müssen wirklich den US-Präsidenten Obama fragen, was er da eigentlich macht, weil es ist sehr verwirrend. Das heißt, wenn Sie jetzt Jahresrückblicke sehen über die 8 Jahre, in denen Obama regiert hat, finden Sie fast nie den Satz, Obama hat einen verdeckten Krieg gegen Syrien 2011 gestartet, das war illegal. Das wäre eine nüchterne Analyse, finden Sie nicht. Hat auch damit zu tun, dass viele Journalisten das überhaupt nicht mitbekommen haben. Aber diejenigen, die es mitbekommen haben, schreiben sie es nicht, weil sie Angst haben, dass sie entlassen werden. Und der Punkt ist der, dass wir jetzt, wenn wir diese Daten haben, natürlich sehen, dass hier im Pentagon Leute Dinge ausplaudern. Und warum tun sie das? Weil sie sind nicht einverstanden. Und warum sind die nicht einverstanden? Und das kann man erklären. Assad hat den Christen in Syrien Raum gelassen. Die Christen in Syrien haben, die konnten leben. Das war ein säkulares Regime. Wenn die Muslimbrüder gewinnen, dann werden die Christen alle geköpft und die Schiiten werden alle geköpft. Man macht einen islamischen Staat. Und da gibt es viele Christen in den USA, die sich fragen, warum sollten wir das unterstützen? Oder? Warum sollten wir einen Dschihad unterstützen? Das heißt, im August 2012 haben wir dieses Dokument. Wenn das in den Medien klar erklärt worden wäre, hätte man im August 2012 den Krieg stoppen können, weil damals hätte man erklären können, US-Imperium auf der Seite der Terroristen. Aber es stand niemand, niemand hat es gehört. Also ich habe es dann im Hintergrund gefunden. Das ist eine Publikation in Deutschland, aber das liest ganz wenige Leute. Wer kennt das Hintergrund vielleicht, Handzeichen? Okay, 3, 4. Ist nicht so bekannt wie ZDF. Die amerikanische Öffentlichkeit wurde dann im 13 mit den Giftgas-Story, wollte man sie in den Krieg führen, hat nicht funktioniert. Okay? Die Giftgas-Story hat nicht funktioniert. Man wollte aber trotzdem Syrien bombardieren und man brauchte eine Story. Dass man verdeckt involviert war, wusste die Bevölkerung ja damals nicht. Und dann hat man eine Enthauptungsstory gebracht. Am 20. August, danach am 11. September eine Rede des Präsidenten und am 23. September 14 hat man begonnen, Syrien zu bombardieren. Und ich möchte Ihnen wieder ganz klar zeigen, wie hat man diese Bombardierung verkauft? Das muss man ja irgendwie aufdröseln. Können Sie noch? Sind Sie noch da? Okay. Präsident Obama führt diesen Krieg gegen Syrien zuerst verdeckt, indem er die Rebellen bewaffnet und unterstützt. Okay? Und dann geht er in die offene Phase. Die offene Phase fängt im 14 an. Also die Amerikaner bombardieren seit 14, die Russen seit 15. Jetzt, wie kann er die amerikanische Bevölkerung in diesen Krieg hineinlügen? Das geht so. Man spricht nicht über Öl und Gas, sondern über Terror. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, man verschweigt, dass man mit den Terroristen zusammenarbeitet, weil sonst schlechte Stimmung. Dann bringt man auf CNN eine Story, American beheaded by ISIS. Das ist der IS-Terrorist, das ist der Amerikaner.
Und dann geht man in die Medien und erklärt, auf barbarische Weise haben sie zwei amerikanische Journalisten enthauptet. Der IS stellt eine Gefahr für die Menschen im Irak und in Syrien dar. Wenn man ihnen nicht entgegentritt, werden diese Terroristen die gesamte Region und auch die USA bedrohen. Das heißt, man schockt die Leute, zuerst Schock, und dann gegen die muss man was tun. Barbaren, Achtung. Und dann macht man einen Switch. Eigentlich sagt man, wir kämpfen gegen IS, und dann sagt man, oh ja, und gegen Assad kämpfen wir auch noch. Das ist ein schwieriger Switch, weil Assad ja IS auch bekämpft. Und dann sagt man einfach, im Kampf gegen IS können wir uns nicht auf das Assad-Regime verlassen, das sein eigenes Volk terrorisiert. Dieses Regime hat seine Legitimität verloren. Das heißt, hier ist der Regime-Change ohne UNO-Mandat auf diesem Bild aufgebaut. Und das läuft. Sie werden sich sagen, geht das? Ja, das geht. Und warum geht es? Weil der Amerikaner sehr, sehr schlecht informiert ist. Der Durchschnittsamerikaner, ich war mehrmals in den USA, der kann die Schweiz und Schweden nicht auseinanderhalten. Ist nicht böse gemeint, aber ist so. Und er ist traumatisiert von 9-11. Wir sind alle kollektiv traumatisiert. Das sagt man immer, ja, 9-11, nee, aber das... Ja, doch, doch. Mit dem Terrorargument kann man immer wieder anhängen. Und wann hält Obama seine Rede? Am 11. September 14, 13 Jahre nach den Anschlägen. Das sind Psychologen, die ganz genau sagen, wie führt man die Schafe? Ich kann das so sagen, wenn jemand in der Familie einen Selbstmord hat, ist das ein sehr tragisches Ereignis. An dieses Datum wird sich die ganze Familie immer erinnern. Wenn jetzt 5 Jahre danach, an diesem Tag, wo die Familie trauert und vielleicht auch eine Kerze brennt, anruft, ein böser Mann ruft an und dann noch etwas sagt, etwas Böses, geht das seelisch viel tiefer, als wenn man irgendeinen anderen Tag anruft. Müssen Sie verstehen, das hat die Psychologie nachgewiesen, das sind nicht irgendwelche Theorien, so funktioniert der Mensch. Oder wenn Sie einen Hund schlagen mit einer Eisenstange und Sie brechen ihm den Rücken, er überlebt, 5 Jahre später kommen Sie mit dieser Eisenstange, zack, geht er in die Ecke oder er greift an. Aber vergisst es nicht, es ist eingelagert, bewusstseinsmäßig. Und so ist bei den Amerikanern Terror bewusstseinsmäßig eingelagert. Und am 11. September, wo die ganzen Fernsehsendungen voll sind mit Terror und 9-11, kommt er mit seiner Rede und verknüpft sie mit der Beheading Story. Verstehen Sie, wie es läuft? Die Schweizer Medien, das muss ich in großer Schande sagen, applaudieren. Das ist wie Bild. Alle applaudieren. Es ist illegal, ein anderes Land zu bombardieren. Den Schweizer Medien stand endlich, Obama greift zur großen Keule. Blick am Abend ist natürlich Bildniveau. Aber steht auch in Spiegel. Es ist einfach der Unterschied zwischen Bild und Spiegel oder Süddeutsche Zeitung und Bild ist, in der Süddeutschen Zeitung haben sie ein bisschen mehr Text und ein bisschen schwierigere Wörter und im Bild haben sie mehr Bilder und einfache Wörter. Aber die Aussage, dass man Syrien bombardieren soll, ist die gleiche. Das ist der Punkt. Machen Sie den Test. Und dann wird bombardiert. Da sage ich, ihr dürft nicht bombardieren. Ist illegal. Oh, was bist denn du für einer? Bist jetzt noch gegen diesen Krieg auch noch? Und ich, ja, sorry, ja, nochmal. Warst ja schon gegen den Irakkrieg, jetzt bist du noch gegen den Syrienkrieg. Welches Land kann man denn bombardieren, wenn es nach dir geht? Keins. Die Jets starten. Wir werden in die Kriege hineingelogen und je schneller wir es merken, umso besser für uns, für unsere Kinder und für unsere Enkel. Wir können das nicht einfach laufen lassen und sagen, ja komm, jetzt ein bisschen Kriegspropaganda, so schlimm kann es ja nicht sein, ich wohne ja nicht in Syrien. Sondern man muss es jetzt schon verstehen. Es ist höchste Zeit. Die Jets gehen los und die Iraner wehren sich, ist ja klar. Sie wollen doch nicht, dass Assad gestürzt wird. Also sind es die Iraner, die an die UNO-Charta erinnern. Sie sagen, Hassan Rouhani sagt, die US-Angriffe sind illegal. Klar, hat er recht, weil sie sind nicht von der syrischen Regierung genehmigt. Die russischen Bombardierungen sind legal, weil Assad die Russen eingeladen hat. Okay, das ist ein Unterschied. In Deutschland hat Oskar Lafontaine gesagt, die USA bombardieren seit Jahren im Vorderen Orient, aber die Flüchtlingsströme sollen die Europäer bewältigen.
Und Merkel erweist sich wieder mal als treue Vasallin den großen Bruder. Dabei wäre es in erster Linie Pflicht der USA, die Menschen aufzunehmen, die vor ihren Ölkriegen fliehen. Jemand hat mir gesagt, ja, ich versuche ja die Friedensbewegung mit Argumenten zu stärken. Jemand, guter Freund von mir, ein Lehrer, hat gesagt, Daniele, also, Assad, das ist ein Monster. Giftgas, sage ich, hast du das Giftgas genau untersucht? Nee, habe ich nicht, ich habe auch nicht die Zeit. Dann, Syrien muss man bombardieren, wegen Assad von mir aus, egal, wegen Al-Nusra, wegen IS, wegen diesen Rebellen, die enthaupten Leute. Dann habe ich gesagt, okay, dann geht es also um die Todesstrafe. Ja, habe ich gesagt, soll man denn alle Länder bombardieren, die die Todesstrafe haben? Ich bin auch gegen die Todesstrafe. Fast alle Leute in der Friedensbewegung sind gegen die Todesstrafe. Hat er gesagt, ja, muss man halt die Länder bombardieren, die noch so barbarisch sind, die Todesstrafe haben. Habe gesagt, okay, super. Saudi-Arabien, soll man Saudi-Arabien bombardieren? Die haben im letzten Jahr 73 Personen hingerichtet. Soll man die auch noch bombardieren? Hat er gesagt, ja, klar. Habe ich gesagt, du hast mal einen guten Plan für ein stabiles 21. Jahrhundert. Sollen wir noch den Iran bombardieren? Die haben auch die Todesstrafe. Klar, Iran macht sie platt. So sind die Leute schon drauf. Dann habe ich gesagt, jetzt wollen wir aber systematisch sein. China? China auch? Habe ich gesagt, China? Das sind viele. Dann habe ich gedacht, soll man auch die USA bombardieren? Habe ich gesagt, ja, aber die USA, die haben einen elektrischen Stuhl, das ist viel zivilisierter. Also sehen Sie, wenn Sie es durchdenken mit der Todesstrafe, Sie kommen nicht auf eine vernünftige kognitive Position. Die vernünftige Position ist, das Leben ist heilig. Hört auf mit der Todesstrafe, hört auf mit den Kriegen, hört auf mit der Kriegspropaganda. Hört einfach auf. Ich habe dann gesagt, ist man denn gegenüber den Saudis, die ja auch die Leute enthaupten, so kritisch? Und die Antwort ist nein. Ist man nicht. Mit den Saudis geht man Hand in Hand. Warum? Weil die Saudis den Assad auch stürzen wollen. Wer das nicht sieht, ist blind. Es geht doch nicht um die Todesstrafe. Unter den Angreifern haben sehr viele selber die Todesstrafe. Michael Lüder sagt, die Ideologie des IS ist nie vom Himmel gefallen. Da hat er recht. Die Deutschen, ich wiederhole es nochmal, ihr seid super stark in der Analyse. Ja? Die Italiener sind da manchmal ein bisschen, ja komm, wir nehmen nochmal eine Pizza. Aber ich sag mal, ihr Deutschen seid so gründlich, nutzt es doch. Nutzt die Gründlichkeit, die ihr habt, irgendwie ist euch das in die Wiege gelegt worden. Ihr seid unglaublich gründlich. Und Lüders ist so einer, der ist so akribisch, der findet alles raus. Top Mann. Die Ideologie des IS ist nicht vom Himmel gefallen. Der islamische Staat ist eine Neuauflage des wahhabitischen Islam. Der wahhabitische Islam, Saudi-Arabien. Das ist IS und Saudi-Arabien sind wie Bruder und Schwester. Und wenn man das aufdröselt, sieht man, Todesstrafe gibt es im IS und in Saudi-Arabien, und zwar für Blasphemie, Todesstrafe im IS und in Saudi-Arabien. IS ist eben dieser Pseudostaat, der in Teilen von Irak und Syrien existiert. Noch. Alkohol, Peitschenhiebe, Ehebruch, Steinigung, Sex vor der Ehe, Peitschenhiebe, Diebstahl, Amputation der Hand im IS und Amputation der Hand in Saudi-Arabien. Das heißt, was wir wirklich für ein Problem haben, ist das Problem mit der Scharia. Das ist uns fremd, das ist mir völlig fremd. Das ist Ihnen fremd, das ist allen fremd. Außer eben Saudi-Arabien und dem IS. Dann Raubüberfall, Amputation der linken Hand und des rechten Fußes im IS. Und in Saudi-Arabien kann man, glaube ich, wählen, aber es ist auch Amputation, oder? Ist nicht unser Rechtsverständnis. Homosexualität, Todesstrafe, ist doch nicht unser Rechtsverständnis. Ist doch nicht unser Rechtsverständnis. Und vor allem das, Abwendung vom Islam, Todesstrafe, ist für mich völlig unverständlich, weil natürlich in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich ist Religionsfreiheit. Sie können Atheist sein, Sie können einer Religion folgen, Sie können die Religion wechseln, Sie können sagen, jetzt bin ich buddhistisch, nächste Woche sagen Sie, mich interessiert Spiritualität, ich mache Yoga im Wald, übernächste Woche werden Sie zum Hindu und eine Woche lernen Sie Hebräisch und sind im jüdischen Lager aufgehoben. Ist okay. Sie werden dann keine Todesstrafe zu befürchten haben. Wir haben Religionsfreiheit. Und das ist das Problem, dass wir auf dieser Ebene gegeneinander gehetzt werden. Obama natürlich macht den Bückling bei Salman. Das ist übrigens Salman, nicht zu verwechseln mit Abdullah.
Das ist Abdullah, der ist gestorben, und das ist Salman. Die sehen aber ähnlich aus. Ulrich Tilger, noch ein Journalist in Deutschland, den ich sehr schätze, der viel weiß. Ich war mit ihm in Katar und mit anderen Journalisten. Wir tauschen uns ja aus, und er sagt ganz klar, die grausamen Strafen, welche im Herrschaftsgebiet der IS vollzogen werden, sind Strafen, die in Saudi-Arabien üblich sind. Die fundamentalistische Auslegung des Korans, das ist das Problem, und das geht von Saudi-Arabien aus. Aber was macht Hollande, der französische Präsident, da fehlt noch ein E hier, er ist ja nicht Präsident Hollande, sondern Hollande, fährt nach Saudi-Arabien, verkauft dort Milliarden an Rüstungsgütern. Und das ist die Sache. Man muss die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einstellen, wenn man mit dieser wahhabitischen, radikalen Ideologie ein Problem hat. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist eine schwierige Sache. Wir hatten in der Schweiz eine Abstimmung über Rüstungsexporte. Das war vor Jahren, vor Syrien. Und ich habe gestimmt, ich will keine Rüstungsexporte aus der Schweiz mehr. War eine Volksabstimmung. Aber die Medien haben das so dargestellt, als wenn wir dann keine Arbeit mehr haben. Und dann wurde es abgelehnt. Das müssen Sie sehen. Das ist dann plötzlich schwierig. Dann geht es um mein Brot, um meine Arbeit. Und dann ist eine Bombe für Saudi-Arabien irgendwie okay, weil ich muss ja auch die Schulgelder bezahlen. So, in diesen Verhältnissen sind wir drin. Und jetzt noch zum Schluss, wie kam Syrien und Deutschland zusammen? Wie konnte es passieren, dass Deutschland in dieses Schlamassel, ganz spät, ihr wart ja nicht von Anfang an dabei, ihr seid super spät noch auf den Zug gesprungen, wo der Zug schon Richtung Abgrund rollt. Also ich frage mich, was das für eine Technik ist. Der Zwischenfall war, am 13. November 2015, ziemlich genau vor einem Jahr, gab es einen Terroranschlag in Paris. Viele können sich erinnern. Das ist schlimm, diese Terroranschläge sind zu verurteilen, auf jeden Fall. Aber nach dem Terroranschlag hat der französische Präsident gesagt, das ist eine Kriegshandlung, die von einer terroristischen Armee begangen wurde, dem IS. Frankreich wird über die Barbarei triumphieren. Das heißt, er geht raus und sagt, das sind die Barbaren, wir sind die Guten. Parallel verkauft er die Waffen an Saudi-Arabien. Die Bevölkerung kann mit diesem Schocksystem gelenkt werden. Die französischen Jets steigen auf, 27. September 15. Wenn sie jetzt achtsam sind, ab dem 27. September 15. ist Frankreich im Syrienkrieg, im syrischen Luftraum mit Jets. Jetzt, wenn Sie sehr achtsam sind, merken Sie sich, 27. September 15 und der Terroranschlag ist am 13. November 15. Sehen Sie etwas? Sie können ein Land vorher angreifen und der Terroranschlag später einfach als Begründung nehmen. Das ist wie wenn ich jemand mal voll eine reinhaue, später tritt er mir auf den Fuß und sage, ja, da passt vom Timing. Das ist der Trick bei den Historikern. Wir gehen genau und sagen, okay, welches Datum ist der Terroranschlag? Seit wann sind französische Jets über Syrien? Und es geht nicht auf. Frankreich hat angefangen. In diesem Moment sagt Assad, er braucht die Hilfe von Putin. Weil sie haben die Amerikaner seit 14 und die Franzosen seit 15. Jetzt droht die Sache zu kippen. Da droht Assad zu stürzen und dann am 30. September, das ist also drei Tage später, zieht Putin seine Schachfigur. Das heißt, die Russen haben gewartet, gewartet, gewartet. Zuerst bombardieren die Amerikaner, die Russen lassen es noch laufen. Dann bombardieren die Franzosen, die Russen lassen es noch laufen. Aber dann sehen sie, jetzt müssen wir eingreifen, sonst fällt Assad. Weil sie haben hier natürlich ein Revival von Libyen, wo Frankreich, USA und England zusammen Gaddafi gestürzt haben und Putin ärgert sich noch heute, dass er das zugelassen hat. Syrien ist tatsächlich ein Land, das mit den Russen verbündet ist. Latakia und Tartus sind die zwei Militärstützpunkte der Russen. Die Russen sind nicht selbstlos in Syrien. Sie wollen die Pipeline nicht von Katar und sie wollen ihre Stützpunkte nicht verlieren. Und die Russen sind seit 30. September 15 in Syrien aktiv. Jetzt in Deutschland wird das natürlich völlig verdreht dargestellt. Man sagt, die Russen haben angefangen. Ja? Ist nicht so. Prüfen Sie die Jahreszahlen.
Und Putin und Erdogan treffen sich natürlich, und das ist eine ganz interessante Entwicklung, die man anschauen muss. Erdogan, habe ich Ihnen erklärt, die Türken haben angefangen mit dieser Aktion Assad zu destabilisieren, dann haben sie selber einen Putsch gehabt. Erdogan hat das überlebt und ist dann aber nach Moskau gegangen und hat gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Amerikaner mich stürzen wollen. Also die Dinge sind im Wandel, sind sehr im Wandel. Und so wird es in Deutschland dargestellt. Brandherd Syrien, Putins Werk, Obamas Beitrag. Und das Problem ist, für das bezahlen sie noch. Das finde ich immer so, ich glaube, die Fernsehprogramme, jetzt nicht den Spiegel, aber die Fernsehprogramme, die sind zwangsfinanziert und das sind 8 Milliarden. Ne? Ja. Schon krass eigentlich. Ne? Das ist ziemlich krass, aber bon, ich will mich da nicht zu stark einmischen. Es ist einfach, wenn Sie hören jeden Tag am Fernsehen, dass Putin angefangen hat, es ist nicht so. Er bombardiert Syrien, das ist wahr. Aber die Amerikaner haben ein Jahr vorher angefangen und im Spiegel, und das ist einfach dreist, wird gesagt, Brandherd Syrien, Putins Werk, Obamas Beitrag. Wer das liest und keine Ahnung hat, denkt natürlich, Putin hat angefangen und Obama hat dann irgendwie mitgemacht. Wenn man aber die Zahlen anschaut, USA bombardiert seit September 14, Russland seit September 15. Jetzt kann man fragen, ja gut, die im Spiegel hatten irgendwie eine harte Woche und haben das durcheinander gebracht. Ist nicht so. Ist nicht so. Die wissen das. Die wissen das. Das ist vorsätzlich. Achten Sie darauf. Vorsätzlich ist doppelt schlimm. Wenn jemand Sie vorsätzlich anlügt, dann hat er meiner Meinung nach alles Vertrauen verloren. Alles. Und dann kommt noch Merkel. Also kurz nachdem die Russen rein sind, kommen am 4. Dezember noch die Deutschen. Unvorstellbar, hä? Unvorstellbar. Aber so ist es. Willy Wimmer, meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Kämpfer in der Friedensbewegung, er sagt, ein Recht der französischen Regierung auf ihr heutiges Vorgehen in Syrien besteht keinesfalls. Die einzige Legitimation hat Frankreich von Anfang an ausgeschlagen, ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Also Willy Wimmer kennt natürlich auch das Völkerrecht. Wir müssen das Völkerrecht hochhalten. Und er sagt, ohne Mandat durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen schließt Deutschland mit einer Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg und jetzt Achtung an der Seite von Frankreich an die Politik von 39 an. Das ist eine deutliche Formulierung. Weil deutlich heißt, was hat denn Hitler gemacht, als er Polen überfallen hat? Er hat die nationale Souveränität verletzt. Und die nationale Souveränität zu verletzen, ist eine gefährliche Sache. Und das deutsche Volk ist nur darum ahnungslos, weil man es spaltet, in den Medien schlecht informiert und mit Brot und Spiele ablenkt. Jetzt gab es aber interessante Prozesse, und jetzt komme ich zum Schluss. Ja, Sie fragen sich, wie lange spricht er noch? Ich komme zum Schluss. Im Deutschlandfunk... Jetzt kommt eben, das finde ich ja interessant, jetzt kommt die deutsche Gründlichkeit und die wird auf den Syrienkrieg angewendet. Das ist super spannend. Das ist für mich als Historiker ideal. Also jetzt August 16, Deutschlandfunk, gibt es einen Journalisten, der heißt Dirk Müller. Und der spricht mit dem Professor Mayer, den ich schon erwähnt habe. Und der fragt ihn, also da muss ich jetzt nochmal nachfragen, Herr Mayer. Das heißt, die Amerikaner, für Sie jedenfalls klipp und klar, die Amerikaner unterstützen Extremisten und Islamisten und Terrorgruppen, die ihre Verwurzelung bei Al-Qaida gefunden haben oder immer ideologisch vielleicht auch noch finden, gegen Bashar al-Assad. Also er ist irgendwie wie überrascht. Mayer sagt, das kann man durchaus so sagen. Nicht direkt, aber indirekt. Das heißt, die Waffen gehen an die Moderaten und von den Moderaten zu den Extremen. Und Sie sehen einfach, der Journalist, das ist meiner Meinung nach ein ehrlicher Journalist, weil er ist im Interview am Nachdenken. Er sagt, ehrlich? Die Amis bekämpfen nicht den Terror, sondern finanzieren den Terror, ist ja wirklich ein Unterschied. Ja? Sind Sie die Feuerwehr und löschen Sie das Feuer oder legen Sie das Dorf, legen Sie Feuer im Dorf? Das ist nicht das Gleiche, bitte. Und dann sagt Mayer, die USA unterstützen primär sogenannte Moderatengruppen, nur diese Moderatengruppen arbeiten mit der Nusra-Front zusammen. Das heißt, auch die Waffen, die an die Moderaten geliefert werden, landen im Endeffekt bei der Nusra-Front. Die Nusra-Front ist eindeutig ein Ableger von Al-Qaida. Das heißt, sie haben heute in Syrien, was ich nenne, Afghanistan 2.0. In Afghanistan hat man von 79 bis 88 Al-Qaida aufgebaut und Osama bin Laden mit Stinger-Missiles ausgerüstet, damit die Sowjets in ein Vietnam gezogen. Das ist das Gleiche.
Und das Interessante ist, mit der Unterstützung der Nusra-Front geschieht indirekt mit deutscher Beteiligung. Das ist jetzt die deutsche Gründlichkeit. Okay? Meyer legt das frei. Er sagt, Merkel macht Luftaufklärung für Al-Qaida. Also das ist jetzt meine Formulierung. Wie formuliert er es? Er sagt, das geschieht mit deutscher Beteiligung, denn die Tornados, die dort im Einsatz sind, und die sind dort, um Luftaufklärung zu machen. Die Deutschen sagen, wir bombardieren nicht, wir machen nur Luftaufklärung, damit die anderen genau bombardieren können. Liefern ihre Daten an das militärische Operations- und Kontrollzentrum, wo die USA, die Türkei und Geheimdienstoffiziere aus Katar, Saudi-Arabien Informationen sammeln und die Rebellen weitergeben. Sehen Sie, es ist eine längere Kette, aber es läuft darauf hinaus, Merkel macht Luftaufklärung für Al-Qaida. Wenn das deutsche Volk wüsste, okay, heikle Sache, müsste man mal im Parlament fragen, warum machen wir Luftaufklärung für Al-Qaida? Ist das im nationalen Interesse? Ist es am Interesse des Friedens? Ist das mit dem Völkerrecht konform? Das heißt, die Leute gehen auf die Straße, raus aus der NATO. Obama und Merkel nach Den Haag, nein zur NATO, stoppt den Drang nach Osten. Die Leute sind, das ist in Berlin im Oktober 16, also jetzt in diesem Monat. Ich sage, es ist spannend. Ich kann nur das zusammenfassend sagen. Es ist spannend, wir leben in bewegten Zeiten. Mein Aufruf, bleiben Sie friedlich, aber werden Sie wach. Ja? Nicht schlafen. Das sind meine Bücher, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, ich habe ein neues Buch. Ja, das neue Buch heißt Illegale Kriege und da gibt es ein Kapitel zu Syrien, Sie haben aber auch Kuba drin, Sie haben Iran drin, Sie haben Vietnam drin, Sie haben die ganzen Zusammenhänge drin. Morgen habe ich den genau gleichen Vortrag nochmals in Dresden und das wäre es eigentlich von meiner Seite gewesen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Wir hatten eingangs im Vorgespräch vereinbart, dass wir jetzt noch eine Fragerunde machen. Aber wir sind an der Zeit und wir würden die Fragerunde, ich denke, heute ausfallen lassen oder jetzt nicht weiterführen. Sie hatten aber gesagt, Sie würden jetzt noch Bücher signieren. Wenn Sie Bücher schreiben, sind Sie auch zum Verkauf. Und ich glaube, was Besseres kann man eigentlich gar nicht mitnehmen. Und wenn jeder sich mit der Thematik auch nur im Teil ein Stück weit beschäftigt, da sind so viele gute Argumente drinnen, um das, was hier angesprochen wurde, um vielleicht uns nicht spalten zu lassen, sondern wenn man sauber argumentiert, kann man andere mitnehmen auf seinem Weg und man verhindert dann vieles. Angesprochen wurde, und in dem Dilemma sind wir, die deutschen Medien. Ich zum Beispiel war immer ein intensiver Zuhörer des Deutschlandfunks, so vor vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren in den langen Autoreisen. Aber seit jetzt so 2 Jahren kann man den eigentlich nicht mehr anschalten, ohne Ekel zu bekommen, weil er sich so eindeutig und auf ein Niveau heruntergebrochen hat. Und das hatten wir auch schon im Gespräch, das erinnert einen doch stark an Karl Eduard von Schnitzler. Den hatten wir zwar Sudeledel genannt, aber wenn ich den Deutschlandfunk dagegen sehe, hätte er noch einen Journalistenpreis verdient gehabt. Das war ein sehr, sehr tiefer Blick hinter die Kulissen und man kann nur wünschen, und deswegen tun wir diese Veranstaltung oder führen wir sie durch, damit er die Erkenntnisse weitertragt. Und das, was heute hier so stattfand in der Intensität der Informationen, ja, er hat uns ja hervorragend den Medienmüll vorsortiert. Wenn wir jetzt seine Bücher nutzen, können wir darauf aufbauen und vielleicht den Faden suchen, um ein
Gewebe zu erstellen, was zu einem Netz heranwächst, wo sich dann hoffentlich die Kriegstreiber drin verfangen. Wir sollten also keine Spaltung zulassen und das, was uns alle ausmacht, nämlich der innere tiefe Wunsch, auch gelebt von unseren Vätern und das, was dieses Land schon erlebt hatte, dass nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgeht. Und schließen möchte ich jetzt mit den Worten von Rolf Biermann. Vielen wird er ja noch ein Begriff sein, Ermutigung. Du, lass dich nicht verhärten in diesen harten Zeiten. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab zugleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns, wir brauchen grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Vielen Dank, dass ihr der Einladung zu dem heutigen Abend gefolgt seid.